Einen wunderschönen guten Abend, Servus und Hallo. Ich stelle fest, ich bin sehr dunkel. Also nicht ich, sondern mein Bild ist sehr dunkel. Das würde ich jetzt gerne noch korrigieren. Eigenschaften, falsch. Warte, jetzt hoffe ich nur, dass OBS nicht wieder abstürzt. Das wäre sehr schade, weil ich habe es gerade noch nämlich geschafft, alles richtig einzustellen. Ah, jetzt. Ah, wunderbar. Jetzt sehe ich so gleich aus, wie ich bin. Einen wunderschönen guten Abend. Wir sprechen heute über Fake News in einer ganz bombastischen Runde, wie ich hier gerade völlig überrascht feststelle. Das ist ja Wahnsinn, so viele Leute. Ich kenne gar nicht. Doch. Also, auf dieser Seite. Wer ist denn? Also, auf dieser Seite sitzt das großartige Ehepaar Huxilla. Guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Oh, man hört euch so toll, das ist so wunderbar. Dann direkt in der von mir aus gesehen linken Ecke heute Gott alias Florian Aigner. Es ist sehr weiß bei dir da oben in dem Himmel. Das ist natürlich Absicht. Guten Tag. Wahnsinn. Ich sollte noch so heil darüber liegen. Kannst du das machen, sodass nee, nur, ich so ehrfurchtseinflößend bin? Nur bei mir. oder wahlweise Echo. Tut mir leid. So, dann haben wir direkt daneben, zumindest in meiner Bildanordnung, nicht in der Zoom-Anordnung, Bernd Hader von der Gwupp. Und tatsächlich mit neuem Look, sodass du mich erstmal nicht erkannt hast. Nee, ich habe dich tatsächlich nicht erkannt. Ja. Bernd, bevor die Leute dann wieder sagen, was hatte denn der Tommy da für einen Schluck auf, kannst du kurz auflösen, was Gwupp ist? Google ist dein Freund. Ja, aber wenn man so akustisch nicht versteht. Ja, ist ein bisschen, ja. Das Ding hieß übrigens vor 30 Jahren mal ASUPO, Arbeitsgemeinschaft für irgendwas Okkulte und paranormale Phänomene. Da bin ich dann sehr froh, dass ihr das geändert habt. Genau, also mit ASUPO wäre es nicht gegangen. Nee. Dann kam irgendjemand auf die Idee, es in Quupp umzubenennen oder wie wir Experten eigentlich sagen, EWP. Ja, aber das passiert ständig. Also auch kein Radiomoderator oder im Fernsehen, kein Mensch weiß, wie man das aussprechen soll. Das macht jeder, wie er will. Und es ist ja die Gesellschaft zur Untersuchung von... Nein, zur wissenschaftlichen. Das wusste ich natürlich. Zur wissenschaftlichen Untersuchung von Arapsychologie. Genau. Ja, so ungefähr. Genau. Man kann es auch andersrum aussprechen. Also. Genau. Direkt daneben sitzt unser Molekularbiologe in Wien live dabei, der Martin Moder Christi. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Und dann haben wir heute noch unseren Lieblingsphysiker dabei. Also Florian, entschuldige. Hey. Nein, also. Oh. sag mal so. Böse Falle. Du bist der Physiker der Herzen. Definitiv. Das muss man einfach ganz klar sagen. Aber der Holm hat einen Vorsprung mit den vielen lustigen Hashtags, die unser Chat täglich ausspuckt. Hallo Holm. Und das lasse ich ausnahmsweise nochmal durch. Ich bin der Physiker der Absurditäten. Ja. Genau. Und dann haben wir eine Neuzugängin, um das mal richtig zu gendern. Das ist die Nana Walzer. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Danke fürs Dasein. Kannst du bitte so lieb sein und einmal in, was weiß ich, hast du alle Zeit der Welt, weil wir haben ja keine nachfolgende Sendung, aber vielleicht so in einem kurzen Überriss kurz einmal sagen, was du denn sonst so machst, wenn du nicht gerade mit uns sprichst. Kurz ist schwierig. Dann halblang. Dann schaffe ich es ein bisschen. Was tue ich so? Im Zentrum meiner Tätigkeit steht die Kommunikation, darin habe ich auch promoviert, bin also Kommunikationswissenschaftlerin und dann, hat das Leben das getan, was mit allen Publizistik- und Kommunikationswissenschaftlern passiert. Man kann nämlich damit nichts oder alles machen. Ich habe also alles gewählt, wenn ich diese Wahl getroffen habe. Und 20 Jahre Kommunikationstrainings in Unternehmen, Leadership-Trainings, Change-Management, Positionierungsstrategie etc. Seit einigen Jahren schreibe ich Bücher, jede Menge. Mittlerweile, das Neueste kommt in diesem Monat raus, handelt von der hellen Seite der Macht. Da geht es also um ein Positive-Leadership, um ein Leadership, das die Welt auch wirklich braucht, im Gegensatz zur dunklen Seite der Macht, der dunklen Triade. Und ich darf ab und zu im TV sprechen und im Radio, habe hier so nette Rubriken gehabt beim ORF wie Beziehungsweise und die Kunst der Kommunikation. Und jetzt komme ich schon in die Schlussgerade, setze mich seit einigen Jahren für demokratiepolitische Bildung ein im Europabereich, also für ein gemeinsames Europa. Bin zum Beispiel Vorsitzende von Europe United. Sieht man das auch schön hier? Das sieht man sehr gut. Ja, das ist unser wunderbares Logo, das Europa hat.
Europaherz. Und ja, wir machen Veranstaltungen zum Europatag, zum Tag der Menschenrechte. Wir vergeben einen Preis, der ist der European of the Year für zivilgesellschaftliches proeuropäisches Engagement. Nächste Mal am 10.12. ist der Tag der Menschenrechte eben. Ich mache auch seit einiger Zeit einen Podcast, Europa gefühlsecht heißt der, mit verschiedenen Rubriken und bin ganz super glücklich, dass wir dafür und für andere Projekte den, wie heißt das so schön, den Comenius-Preis gerade eben bekommen. Den was? Comenius-Preis, der ist von euch, ihr müsstet den kennen. Der ein ist deutscher Deutsch. Preis? Ja, genau. Ja, den haben wir dir gerne gegeben. Ja, schon. Herzlichen Glückwunsch. Nee, ist nicht mehr allein, aber doch, ja. Oh, ich meine dich natürlich. Initiativen. Ja, nur mich. Dann gibt es noch zwei Initiativen beim proeuropäischen Engagement. Das eine sind die EU-Mythbusters. Das ist eben vielleicht interessant für unsere heutige Sendung. Mhm. Eine Initiative gegen Fake News. Da geht es darum, Vorurteile, Desinformation, Unwissenheit über Europa abzubauen. Zum Beispiel und besonders auch auf kreative Art und Weise, weil sonst interessiert es ja keinen, sagen wir uns mal ehrlich. Deswegen gibt es einen Kreativwettbewerb, da kann man auch noch mitmachen. EU-Mythbusters.eu. Beispiel dafür ist Vince Buberg, der ist 14 Jahre jung und genial, hat einen eigenen YouTube-Kanal und hat da mitgemacht, zum Beispiel auch mit einer wirklich super Infotainment-Geschichte zum Thema Corona-Demonstrationen und was man dort für skurrile Meinungen antrifft. Ein 14-jähriger Bur? Super cool, ja, wirklich. Wo finde ich das? Findest du auf YouTube Vince Buberg eingeben. Okay. Und ja, man hat auch einen Kurzlink mittlerweile eingerichtet, Vince.rocks. So Vince Rocks. Genau, Vince Rocks. Und der ist super und der hat dann aber leider auch eine Menge Hate-Posts bekommen. Deswegen haben wir dann wieder einen Podcast gemacht zum Thema Hate-Posts. Auch ein ganz wichtiges Thema, wie kann man denn damit umgehen? Und dann gibt es noch eine Initiative. Sag mal. Ja. Ich sage, ich höre nicht auf. Europa-Café, also wir trinken auch gerne mit den Leuten. Den Kaffee, den brauchst du aber auch für diese Geschwindigkeit. Weil da steht hinten drauf, Europa ist auch dein Kaffee. Also es geht bei uns darüber, über Europa zu reden. So. Meine Fresse, Nana, was für ein Vortrag. Oh. Also wirklich neidlos zugegeben, ohne Punkt und Komma, wahnsinnig viele Infos. Die ersten Leute im Chat haben schon Blut im Ohr, freuen sich aber, dass sie jetzt so viele Dinge wissen. Ja, damit sind wir jetzt auch schon am Ende unseres Lebens angekommen. Genau. Ja, Wahnsinn. Na, ich wusste, dass du viel machst, aber das hat mich jetzt doch im positivsten aller Sinne überfordert. Und das mit dem Radio habe ich mir gemerkt, weil... ich weiß, das ist immer das dämliche Klischee, dass Frauenstimmen dann irgendwie so klingen, wie du jetzt gerade mittendrin klangst, dass man dann immer so was, das ist eine tolle Radiostimme. Es stimmt aber halt leider manchmal auch. Und tatsächlich... Dabei habe ich mir das schon so abgewöhnt, dieses Gesäusel, dieses radiotechnische. Siehst du, dann habe ich ja ein perfektes Kompliment gemacht. Ich komme nochmal rein. Hallo zusammen, ich freue mich, dass wir heute da sind. Unser erster Gast ist Nana Walzer. Und Nana, du kannst uns vielleicht auch noch oder vor allem den Leuten da draußen was erklären, denn es ist tatsächlich ein Wunder geschehen. Deswegen sieht das beim Florian auch so aus, weil der hat das nämlich vermittelt. Dankeschön. Und zwar, Florian, hast du uns tatsächlich vermittelt, dass wir zum ersten Mal in der Geschichte dieses Gesprächs, Alexander, wie viel haben wir jetzt schon? 20? Das müsste 25, 26, 27 schon sein. Das erste Mal, dass wir tatsächlich ein bisschen finanziert werden dafür. Was ich den Oberknaller finde, weil ich tatsächlich immer schon so ein bisschen schlechte Gewissen hatte und gesagt habe, hey, nächste Woche, Dienstag, seid ihr wieder alle dabei? Erstaunlicherweise seid ihr immer wieder alle dabei, ohne einen Cent. Und jetzt ist es tatsächlich so, wir kriegen einen Cent. Und Nana, du kennst dich mit den Leuten, die uns das ermöglicht haben, aus. Und mir ist ein großes Anliegen, dass du den Leuten im Chat und auch den Leuten, die zuschauen, irgendwie nahebringen kannst, dass es sich hier nicht um eine Brauerei oder, keine Ahnung, irgendwelche anderen Weltverschwörer handelt. Das wäre mir ganz wichtig. Ja, es sind ja da, glaube ich, ein paar Logos zu sehen, zum Beispiel Europe genau. Direct und genau. Jeff. Über die kann ich nur ganz kurz mal sagen, Europe Direct ist an sich die Informationsstelle der Europäischen Kommission in Europa. So eine Stelle gibt es in allen Ländern, auch in Deutschland. Und Europe Direct in Österreich macht viel, aber Europe Direct in Wien macht besonders viel. Und zwar unterstützen die zivilgesellschaftliches Engagement. Da geht es nicht darum, dass die da hier irgendwie alles zahlen, sondern das sind maximal Co-Finanzierungen und meistens ja eher so Dinge, die uns, die wir ja sehr freiwillig und sehr viel aktiv sind, einfach mal freuen. Ja. Genau so ist es. Und die JEF, das sind die jungen europäischen Föderalisten, das ist eine proeuropäische Jugendorganisation, die sich eben, wie der Name schon sagt, für Europa einsetzt, strikt überparteilich, setzt sich eben für
Bildung ein. Und ganz generell all diese unterstützten Initiativen, da geht es nicht darum, dass man irgendwie die EU hochlobt und irgendwie schön redet und verteidigt, sondern es geht eigentlich um Verständnis, also wie funktioniert die EU überhaupt, aber auch um Stärken und Schwächen. Es geht auch darum, was ist das gemeinsame Europa, was macht das aus, was sind die Grundpfeiler, ja, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, wie funktioniert das, und dass das Ganze ein Erfolgsprojekt ist. Also man muss das nicht immer schier reden, das ist eigentlich ziemlich leibend und keine Selbstverständlichkeit. Und letztendlich aber im Ziel immer Fokus haben, gemeinsam daran zu arbeiten, wie man Europa verbessern kann. Also wo hakt es auch und was gehört jetzt gemacht? Und man kann diesen Diskurs einfach nicht der Politik überlassen. Es braucht die Zivilgesellschaft. Mhm. Und das ist eben das, was gefördert wird, diese Diskussion, diese Auseinandersetzung. Und da wurden tatsächlich wir jetzt gefördert. Ich habe gerade im Chat, lese ich gerade mit, da gibt es schon einen Hashtag, der heißt Nana lauter machen. Nana lauter machen. Ja, genau. Das heißt, rutsch doch dein Mikro mal näher an dich hinan. Also möglichst nah an dich dran und schau mal in Zoom, ob du die Lautstärke, ob da auch wirklich das Häkchen weg ist und ob du auch entsprechend laut bist. Ach, das ist ja süß. Dann kann ich das wunderbar überleiten hier. Angus Höschen hat erstens einen sehr lustigen Chatnamen und schreibt zweitens, wünscht ihr euch auch manchmal, euer Freundeskreis wäre exakt so wie die Leute hier? Oh Gott. Das ist ja süß. Nein. Scheiße, ich hoffe, er hat nicht den Chat gemeint, sondern uns. Aber gut. Schau dir an, wie es beim Holm ausschaut. Möchtest du so einen Freund haben? Was soll denn das jetzt heißen? Wenn der Florian der Physiker der Herzen ist, dann bist du der Physiker der Schmerzen. Der Physiker der Schmerzen. So, Nana, machen wir nochmal einen kurzen Tontest. Sag mal was. 1, 2, 1, 2. Oh, könnte uns vielleicht der wunderbare Chatter auch ein Feedback geben? Ja, also ich höre dich jetzt deutlich lauter. Ja? Aber sehr Martin, bei dir sieht es so ein bisschen aus wie im Kellerflur. Bei dir würde ich auch ungern... Ja, das ist in Österreich eine sehr übliche Taktik, dass sie die Personen gern und lang im Keller aufhalten. Ich wollte ihn jetzt nicht machen. Keine Details. Ich wollte ihn nicht machen, das ist der Wahnsinn. Gern geschehen. Genau, jetzt steht hier auch schon vor sich, sonst sieht Martin wieder sein Oberteil aus. Bevor das passiert, lasst uns mal unser Thema einläuten, denn es geht tatsächlich um Fake News. Ich habe heute eine Sache gemacht, die nicht ganz okay ist. Ich habe nämlich selbst Fake News verbreitet. Ein paar von euch haben es vielleicht gesehen. Ich habe wirklich innerhalb von 2,2 Minuten ein super billiges RT-Deutsch-Posting nachgebaut. Also wirklich die unterste Schiene. Ich habe nicht mal die Schriftart gesucht. Ich habe nur gekopiert und dann Autofill in MS Paint habe ich das gemacht. Und es ist tatsächlich so, dass, ich will jetzt nicht sagen erschreckend viele, aber schon einige Menschen drauf reingefallen sind. Natürlich niemand aus dieser Runde, Martin Moder. Das wäre... Das hat mich schon so gefreut. Dann ist alles gelogen. Also es ist der Wahnsinn. Weltfame. Aber lieber Alexander, du hast ja irgendwie dann gesagt, hoppla, das geht ja gerade steil bei Twitter. Also es hat sich schon gut verbreitet und zwar sowohl als auch, ne? Ja, es hat sich in beide Richtungen. Es hat einige gegeben, die haben ein bisschen gebraucht, die dann etwas verzögert schrieben, jetzt habe ich es verstanden, und andere haben es sofort verstanden. Es gab dann Leute, das hat mich am allermeisten beeindruckt, das fand ich auch super, die geschrieben haben, sie haben einen Faktencheck gemacht. Ich finde das gar nicht mehr. Haben die das wieder gelöscht? Mhm. Ist das eigentlich echt? Mhm. Da habe ich gedacht, sehr schön, tipptopp. Also genauso sollte man es ja machen. Aber es hat viele Leute bewegt. Ein paar haben es, glaube ich, auch etwas unkritisch hingenommen, haben gesagt, nehmt es als Ritterschlag. Jetzt seid ihr oben angekommen. Aber, ja. Also man muss sagen, ich habe wirklich eine Sollbruchstelle eingebaut, wo ich gedacht habe, da rafft es jeder. Und zwar habe ich quasi unter dem Knick, also wenn du dann wirklich draufklickst und das ganze Bild siehst, steht unten nochmal, dass es interne Querelen in dieser Talkrunde auch gab und wir uns deswegen über Videokonferenz treffen, weil irgendwer ein Hygieneproblem hat. Da habe ich mir gedacht, das kann nicht sein. Aber du weißt, das haben viele Leute nicht gelesen. Es gibt psychologische Studien. So weit unten liest keiner mehr. Also Überschrift und dann wird ja aufgehört. Lass mich kurz aus dem Chat. Oh Gott. Tommy Krabweis schreibt, DJ Mr. G, mach sowas nie wieder. Ich habe in Panik die Mimbutzki, die hier die Moderatorin im Chat ist, angechattet aus Angst vor Trollen im Chat. Dann schreibt Wahrsager-Check. Hallo, hätte echt sein können, eben. Toxic75 schreibt, das Schlimme ist, man hätte es RT Deutsch zutrauen können. Ja. Das stimmt. Was? Ja, ich glaube, über RT Deutsch müssen wir heute auch noch ein bisschen reden. Definitiv. Ja. Genau, und die Reaktionen, glutenfreier Bernd, sehr lustiger Name, die Reaktionen sprechen nicht für RT Deutsch, das stimmt jetzt tatsächlich. Genau, und so weiter und so fort. Also es sind einige Leute, die auch tatsächlich zugeben,
Ich habe es gesehen. Und DQ Knight schreibt, ich frage mich seit Stunden, wer der Stinker ist. Das wirst du nie erfahren. Wer von euch ist der Ferngesprächsstinker? Genau. Eigentlich, Alexa, bist du immer diejenige, die ich anhaue, wenn es um die Definition geht, um also, dann zu sagen, oh Gott, nicht schon wieder eine Definition. Könntest du es bitte definieren? Um mich dann doch zu freuen, dass ich was definieren genau, darf. Genau. Kannst du es definieren, Fake News? Naja, also ich kann meine eigene Definition anbringen, die geht auch super schnell, weil Fake News, wenn man es wirklich ganz eng steckt, schlicht und ergreifend gefälschte Nachrichten sind. Mhm. Und darunter würde auch sowas fallen wie zum Beispiel Postillon oder in den USA die Weekly World News, die wirklich so tun, als wären sie Nachrichten und dann halt Dinge verbreiten, die den Überschriften und den ganzen formalen Rahmenbedingungen nach so ausschauen wie Nachrichten, aber im Grunde genommen falsch sind. Mhm. Das ist jetzt sehr, sehr eng gesteckt und wir werden das ganz bestimmt im Laufe des Abends noch viel, viel weiter auffächern. Aber als allererste, ganz, ganz eng gefasste Definition, gefälschte Nachrichten, Falschmeldungen. Und mit denen haben wir gesehen, kann man sehr, sehr viel Schaden anrichten. Ganz früher hat man dazu Zeitungsente gesagt. Zeitungsente. Ja, Enten sind doch, na, das sind ja Fehler eigentlich eher, oder? Enten. Genau, da ist nicht so viel Absicht dahinter. Also mehr Berührungspunkte hat es eigentlich mit Propaganda inzwischen. Mhm. Also wirklich politisch eingefärbten Falschmeldungen. Aber dann ist ja Fake News bei dir in deiner Definition, wir machen hier mal ein bisschen weiter, ist ja bei dir in deiner Definition quasi mit einer Absicht verbunden. Mit einer Absicht verbunden. Vielen Dank. Ja. Okay. Möchte jemand von euch widersprechen oder ergänzen? Holm, ich neige dazu, es noch enger zu definieren. Ich würde sagen, es ist mit einer Desinformationsabsicht verbunden. Darüber hast du nämlich die Satire ausgeschlossen. Ah. Genau. Nicht schlecht. Genau, weil sonst hast du Postillon und Konsorten nämlich wieder drin im Prinzip. Genau. Was ja wobei die natürlich schon manchmal auch desinformierend wirken, wenn sie nicht verstanden werden. Aber Satire in dem Sinne ist ja für meine Begriffe deshalb keine Fake News, weil sie ja eigentlich gar keinen Nachrichtenanspruch hat. Eine Satire ist ja eine Kunstform. Also das stimmt. Das stimmt, aber ich beobachte das schon in letzter Zeit stark, dass es Satire-Seiten gibt, die ganz bewusst auch damit spielen. Ja. Und die bewusst die Grenze ausloten wollen, was kann man so formulieren, dass es gerade noch als Satire durchgeht, dass aber ausreichend viele Leute es auch tatsächlich glauben, damit diese Leute das dann auch weiter verbreiten. Das finde ich persönlich ein bisschen problematisch. Ja, da gibt es aus Österreich nicht nur Internetseiten, die da die Grenzen austesten. Ja, genau. Das ist ja korrekt. Das wird ja auch, also dieser Satireanspruch wird ja auch von zum Beispiel von Rechtsextremen als Schutzbehauptung genommen. Also die verbreiten ja Sachen und wenn der Staatsanwalt vor der Tür steht, sagen die, nee, es war nur Satire und das habe ich da aber ganz klein drunter geschrieben. Was oder Maus gerutscht. Das hat es tatsächlich gegeben, solche Fälle. Und Martin, bei dir ist es so, du hast ja wirklich heute auch in unserem Chat schon gesagt, du vermeidest das aktiv. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum du das RT-Deutsch-Ding nicht sofort als Fake erkannt hast, weil du aktiv wirklich dir Mühe gibst, das gar nicht erst anzuschauen. Habe ich dich richtig verstanden? Da habe ich mich schlecht ausgedrückt. Also ich wollte nur sagen, ich habe es jetzt wirklich lange Zeit geschafft, durchs Leben zu gehen, ohne zumindest rückblickend zu erfahren, dass ich irgendwelchen Fake News aufgesessen bin. Und jetzt machst du so ein Bild in deinem MS Paint und mein geiler Lauf wird komplett durchbrochen. Das stimmt. Aber ich möchte zu meiner Verteidigung sagen, der Grund, warum ich danach gefragt habe, ob das echt ist, ist, weil ich eben auch einen Faktencheck gemacht habe und das auf ihrer Seite nicht gefunden habe. Und dann habe ich auch langsam mich damit beschäftigt, was dieses RT Deutsch ist. Ich möchte auch nochmal erwähnen, dass die Sendung nicht von MS Paint gesponsert wird. Ja, stimmt. Genau. Hier ein bisschen oft genannt, ehrlich gesagt. Ja. Martin, nein, gar nicht. Martin, machst du dich auch ein bisschen lauter oder rutscht das Mikro näher an dein Antlitz? Nana, eine Sache, dafür bist du ja wirklich perfekt, weil ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben aus einem Mund in so schneller Folge so oft Europa und Europe gehört. Meine Assoziation mit Fake News ist ja immer Fake News, Fake News, Fake News, Fake News, no, that's Fake News. Aber das ist erschreckend. Es ist. Mach das nicht. You're Fake News, Alexa, I hate you, but I love you, Fake News. Aber es ist ja gar nicht ein nur amerikanisches Problem. Im Gegenteil, das gibt es ja in Europa ganz genauso und ganz genauso furchtbar. Ich weiß, es war eine geschlossene, gibt es natürlich keine Frage. Zum Thema Definition, daher komme ich zum anderen Thema nochmal zurück. Mhm. Man kann sich das noch ein bisschen genauer ansehen, wenn man möchte. Ja, mach. Fake News auseinanderdividieren von alternativen Fakten, Desinformation, Verschwörungstheorien und emotionaler Manipulation oder Populismus. Da kann man hinschauen, wenn man möchte. Ich weiß aber nicht, ob ich dann die Spaßbremse bin, wenn ich das jetzt so ein bisschen bist du natürlich, aber ziehst auseinanderdividiere. Ich gehe mir so lange was zum Essen holen. Nein, um Gottes Willen. Genau.
Nee, mach ruhig. Im Prinzip Fake News. Da geht man immer noch davon aus, dass es sowas wie eine Wahrheit gibt. Also Fake ist das Gegenteil von real in gewisser Weise. Tatsachen werden also geleugnet, aktiv geleugnet und durch Wunschvorstellungen oder Angstbilder ersetzt. Wie zum Beispiel, es gibt kein Corona, es gibt irgendwo schon eine perfekte Impfung gegen Corona. Die wird uns aber vorenthalten, das wäre dann der Verschwörungstheorie-Teil. Oder die Erde ist flach oder sowas. Das ist so eine Variante. Alternative Fakten schaffen hingegen Wirklichkeitsbilder und das ist ganz spannend. Da geht es nicht mehr um die Wahrheit, da geht es um alternative Wirklichkeiten, die den Daten und Fakten nicht entsprechen, sondern den eigenen Vorstellungen. Also das wird dann kreativ umgemünzt. Also wenn man dann den Präsidenten, den du angesprochen hast, dabei erwischt, dass er sich wünscht, dass bei seiner Inauguration so viele Leute gewesen wären wie nie zuvor. Das war auch der Ausgang von diesem Begriff. Corona ist nicht gefährlicher als die Grippe, daher braucht man keine Schutzmaßnahmen, wäre so eine alternative Welt, ja, die schon knapp an der Desinformation ist und die erzeugt nämlich absichtlich Verwirrung. Ja? Also man kann von der Absicht her der alternativen Realität noch vielleicht persönliche Verwirrung unterstellen, aber die Desinformation ist wirklich gezielte Verwirrung und Missinterpretation. Das heißt, die wird eingesetzt zu dem wirklich nach dem Schema Teile und Herrsche. Da gehe ich genau in eine Zielgruppe und habe die Absicht, die hier zu einer veränderten Meinung oder einer veränderten Verhaltensweise zu bringen, zum Beispiel Wahlverhalten zu manipulieren. Zum Beispiel sagt man dann eben Desinformation, Mund- und Nasenmasken, Schutzmasken sind sinnlos. Man macht das ganz einfach zur Desinformation, indem man einfach den Teil wegnimmt, wo man sagt, die sind zwar sinnlos, wenn man sich selber schützen will, aber sehr sinnvoll, wenn man andere schützen will. Eine so eine Desinformationskampagne geht eben auch in die Richtung, und jetzt komme ich zu deiner ursprünglichen Frage, die EU tut nichts. Das ist eine ganz breit gefahrene Desinformationskampagne. Da gibt es auch ganz viel Information, die das richtig stellt. Die EU da kann ich tut noch mal nichts. Zurückkommen. Die EU tut nichts. Genau, nicht. Im Falle von Corona. Ganz generell tut die EU sowieso nichts außer regulieren. Was hat die EU jemals für uns getan? Ja, genau. Banane gekrümmt. Und Gurken gerade gemacht. Da sind wir aber schnell gelandet jetzt. Okay. Da sind wir schon kurz vor. Ich hab's gleich vor der Verschwörungstheorie. Ja. Da wird dann wirklich ein Wir gegen Sie postuliert und da sind die Bösen, die uns was Böses wollen und die da drüben sind die Eliten, die Lügenpresse, die Impfmafia, die jüdische Weltverschwörung, was auch immer, Bill Gates etc. Und das ist auch ganz leicht zu erkennen. Und dann haben wir noch die emotionale Manipulation und den Populismus. Und warum mache ich diese Auflistung? Um eigentlich genau da zu landen. Das ist nämlich fast der wichtigste Punkt. Wir haben heute die riesige Chance zu erkennen, dass wir andauernd emotional stimuliert, / bis hin zu manipuliert werden. Und zwar über diverse Medienkanäle. Sei das jetzt die klassischen Medienkanäle oder sind das jetzt die Meinungen im Netz. Und wenn es Menschen schon nicht mehr leicht fällt zu unterscheiden, was ist eigentlich wirklich Fakt, ja, und was ist erfunden, dann könnten sie anfangen, zumindest zu erkennen, wann sie emotional manipuliert werden. Das ist einer meiner Lösungsansätze. Ja? Wenn mir etwas wirklich die Zehennägel aufrollt, ich total wütend wäre, ich verzweifelt, ohnmächtig, sonst wie, dann kann ich mich fragen, wo kommt das her, was spricht das in mir für Trigger an und wer will mir da irgendwas einreden? Das ist so emotional. Ja, das setzt ja schon ein hohes Maß oder ein höher als momentan insgesamt geltendes Maß an Selbstbeobachtung voraus, was ja nicht einmal heute bei meinem Billo-Posting so funktioniert, wie ich es tatsächlich angenommen hatte. Ich hatte es nämlich nicht als Verwirrung gepostet, sondern ich wollte einfach nur einen lustigen Witz machen und war erstaunt. Aber das Gute ist ja, die Irritation, die du erzeugst, bringt ja die Leute, denen das erst im Nachhinein auffällt, dazu, darüber nachzudenken, wie oft werde ich denn noch auf den Leim geführt. Ja? Das ist ja ganz notwendig, dass wir uns diesen Dingen stellen. Und die Verwirrungsphase, in der wir generell sind, diese Desorientierungsphase, die könnte uns dazu bringen, und damit bin ich schon am Ende dieses Monologs fast, könnte uns dazu bringen, dass wir erkennen, dass Wirklichkeit in unseren Köpfen generiert wird. Also dass wir Wirklichkeitsgenerationsmaschinen sind, ja, und alles, was wir von uns geben, im Netz oder hier zwischenmenschlich oder auch was wir lesen oder sonst wie an uns herangetragen wird, da haben wir eine Wahl. Wir können sagen, das ist real, das ist nicht mehr real und ich bin da ein aktiver Bestandteil davon. Ja, und aber das ist Selbstverantwortung, das wäre der Bildungsauftrag. Ja, also ich finde das als Shortcut, als Heuristik find ich das gut, was Nana gesagt hat. Hätte ich am Schluss eigentlich fast als Fazit gebracht, denn ich merke bei Schülervorträgen immer wieder,
das mit dem Faktencheck, klar, wir gehen da hin und sagen, es gibt eine Google-Bildersuche, ihr könnt gucken, wo die Bilder herkommen, ihr könnt die Quellen checken. Das ist alles viel zu kompliziert. Dann sagen die Leute sofort, das dauert mir alles viel zu lange. Mhm. Und dann, um zu sagen, als Shortcut, als allererster Impuls, finde ich das gut, was Nana gesagt hat. Warum willst du, dass das wahr ist? Was löst das in dir aus? Das ist doch eigentlich die erste Frage, ohne dass ich Mimikama, Google Bilder suche oder sonst irgendwas brauche. Warum will ich, dass es wahr ist? Genau, das ist eigentlich genau, ich glaube sogar fast mit diesem Satz, warum möchte ich gerne, dass das wahr ist, haben wir das schon in anderen Folgen angesprochen. Vor allen Dingen, wenn wir über Corona-Schwurbelkram, über QAnon und Verschwörungsmythen gesprochen haben, dass du einfach schauen musst, wie die Narrative dich bei den Emotionen packen. Und da sind wir auch bei diesem berühmten Bestätigungsfehler, weil Desinformation, und das weiß man seit den Desinformationskampagnen der DDR schon, also die haben das wirklich strategisch sauber so durchgeführt, dass du zur Desinformation die Leute bei dem packen musst, was sie ohnehin schon denken, also bei ihrem Weltbild. Wenn du ihnen etwas also zuführst an Informationen, was ihrem Weltbild entspricht, dann glauben sie das leichter als etwas, was ihnen widerspricht. Und es gibt ein ganz interessantes Interview mit jemandem, der tatsächlich diese Abteilung 10 vom HVA mit versorgt hat, also wirklich der Auslandsnachrichtendienst der DDR und die Abteilung, die sich mit Desinformation und sogenannten aktiven Maßnahmen beschäftigt hat, wie sie das denn machen würden. Und er sagt, wenn wir Journalisten manipulieren wollen mit Informationen, wir führen denen Dinge zu, die sozusagen das Interesse wecken sofort, und Desinformation muss einen Kern Wahrheit enthalten. Das sind so die Strategien, also Confirmation Bias, Bestätigungsfehler bedienen und das Körnchen Wahrheit. Dann machst du das im Prinzip glaubhaft. Und wenn man sich jetzt solche Medien anguckt wie RT, Russia Today, was ja ganz klar sozusagen Kreml-Linie medial bedient, die machen das relativ geschickt, weil die halt nicht nur völlig fantastischen Irrsinn schreiben, sondern das kommt dir in Teilen sogar irgendwie nachvollziehbar vor. Aber irgendwann biegt es dann in der Ecke ab, die eben alternative Fakten eher wiedergibt. Und vielleicht nur ganz kurz ergänzt, mittlerweile geht es nicht nur ums Bestätigen der Weltbilder, also diese Vorurteile abzuholen, sondern es geht um die Bestätigung vorhandener emotionaler Bedürfnisse. Das heißt, Ängste werden entweder bestätigt oder Hoffnungen bedient, der Wunsch nach klaren Opfer- und Täterzyklen, nach klaren Wir gegen Sie, nach klaren Kampfbildern, Ausrichtungen, Kontrolle etc. Könnte man jetzt alles durchgehen. Hier, also um die emotionale Komponente geht es heute fast viel mehr als um die rationale Verständnis. Ja, das macht ja total Sinn, weil selbst ich möchte ja, dass ein Corona jetzt bald vorbei ist. Und ich möchte ja schon eigentlich auch gerne lesen, dass jemand sagt, so, wir haben jetzt einen Impfstoff, funktioniert alles, hurra. Ich glaube, das ist der ganz entscheidende Punkt. Ich glaube, das sollten wir unbedingt dazu sagen, dass das kein Phänomen ist, das dumme Leute betrifft und dass wir jetzt nicht so die Menschheit einteilen in wir, schaut her, wir sind hier und reden da jetzt klug, wie die Wahrheit ist, und die da draußen, die Verschwörungsgläubigen, sondern ich glaube, das sind psychologische Effekte, die wirklich in ausnahmslos jedem von uns stattfinden. Und wenn man sich ein bisschen selbst beobachtet, dann glaube ich, erkennt man das. Ich lese auch über Donald Trump, was der wieder Verrücktes gesagt hat. Und es gibt so einen Teil in mir, der will, dass das wahr ist. Und ich will, dass er wirklich so blöd ist. Und ich will, dass er jetzt wirklich in das nächste Fettnäpfchen auf richtig peinliche Weise hineingetreten ist. Und ich erkenne dann in mir auch so die Reaktion, das eigentlich möglichst schnell teilen zu wollen, obwohl man vielleicht sinnvollerweise vorher mal fact-checken sollte. Und bei Trump habe ich das Problem, dass wenn er nur normal, also wenn über den das berichtet wird, was der macht, dann packt mich das emotional schon so unwahrscheinlich. Absolut, aber das ist genau der Punkt. Normalität. Es gibt trotzdem Behauptungen über Trump, die einfach nicht stimmen. Es gibt natürlich mehr als genug Furchtbares, was man über Trump sagen kann. Also bitte keine Sympathie für Trump, ganz sicher nicht. Aber genau deswegen wundert es mich immer wieder, dass dann auch über Leute wie Trump Behauptungen verbreitet werden, die einfach nicht stimmen, was ja gar nicht notwendig ist, weil es ja genug gäbe, das tatsächlich gegen ihn spricht. Alexa, ganz kurz und dann Holm.
Meine erste Reaktion, als ich gehört habe, dass Trump SARS-CoV-2 positiv bzw. COVID-19 erkrankt ist, war, das hat er jetzt nur vorgetäuscht. Mhm. Da muss ich mich wirklich selber hinterfragen und denken, nein, jetzt denk diesen Gedanken mal zu Ende. Das ist aus den und den Gründen nicht belegbar bzw. höchstwahrscheinlich Mumpitz. Aber meine ganz intuitive Reaktion war das. Und ich habe dann echt auf Twitter geschrieben, Leute, hier ist jemand, der genau diesen Gedanken mal irgendwie durchexerziert und dann eben zu dem Schluss kommt, dass das nicht sehr wahrscheinlich ist. Und diese Tweets haben mir gerade geholfen, mit meinem eigenen Bestätigungsfehler umzugehen. Also ne, das muss man halt selber auch machen. Also das ist nicht nur irgendwie was, worüber man redet oder andere belehrt oder so, sondern das betrifft einen halt selber. Ja, das ist auch keine Schande. Nee. Aber das ist auch der große Unterschied, finde ich. Also ich würde nicht sagen, dass das die Klugen genauso trifft wie die weniger klugen. Ich würde sagen, und das sage ich jetzt als der einzige Idiot in dieser Runde, der die Fake News heute geglaubt hat, ja. Aber dass bevor man etwas teilt, man zumindest so weit ist, dass man weiß, es ist notwendig und sinnvoll, dass man sich zumindest vorher anschaut. Nicht einmal, dass man es checkt, dass man sich zumindest anschaut. Ja. Ich meine, da hab ich selber jetzt auch so einen Leidensweg hinter mir. Ich hab versehentlich problematische Fake News unter die Leute gebracht, ohne das eigentlich zu wollen. Wir machen so Videos, eh auch im Rahmen dieser EU-Mythbusters, die Nana erwähnt hat, wo wir Fake News aufklären. Ja, das ist so ein Kanal, der heißt Mega, Make Europa Gescheide gehen. Und sehr empfehlenswert übrigens an alle. Ja, den kann man sich auf mega.video kann man sich die ganzen Videos anschauen. Der Florian wird demnächst auch anfangen, da welche hochzuladen. Und das können die Moderatoren vielleicht mal kurz im Chat verlinken. Wie heißt der Link? Mega.video. Sehr gut. Dankeschön. Und was passiert ist, ich habe ein Video gemacht über dieses Thema CO2-Rückatmung. Ja, also ob wir unter der Maske zu viel von dem ausgeatmeten CO2 wieder einatmen, wo man sagen muss, na, das ist im Alltag vollkommen irrelevant, um das zusammenzufassen. Aber ich habe das gemacht, was man eigentlich nicht tun soll. Und zwar, ich habe ein Thumbnail gemacht, wo ich nicht die Aussage schreibe, scheißt euch nicht an vor der Maske, sondern da steht drin, zu viel CO2 durch Masken, Fragezeichen. Und das wurde zuerst anfangs viel geteilt und alle schaut's cool, das erklärt wirklich die beiden Studien, auf die immer Bezug genommen wird, sehr im Detail und sehr gut nachvollziehbar. Aber ich habe immer gesehen, wer das geteilt hat und irgendwas fand ich dann komisch, weil plötzlich, wie soll ich sagen, die Leute, die es geteilt haben, nicht die Leute sind, die normalerweise meine Videos teilen. Also das klingt jetzt sicher mega gemein, aber so hat sich's mir halt dargestellt, dass plötzlich sehr viele ältere Frauen das geteilt haben, die Bilder von ihren Hunden als Profilbild haben und ganz viele Sterne im Hintergrund und so Sachen. Und die auf der Schule des Lebens waren? Ja, genau. Und wenn ich aber auf deren Seite immer dann gegangen bin, habe ich sofort gesehen, dass die sonst nur Anti-Maskenzeug posten. Und dann ist mir plötzlich bewusst geworden, dass die alle gar nicht einmal das Video angeklickt haben. Also die haben wirklich nur das Thumbnail gesehen, haben gesagt, da haben wir den Beweis. Und also die haben sie wirklich nicht, und das waren tausende Leute. Ja. Also das waren nicht ein paar, das waren tausende Leute, die das nicht einmal die paar Minuten, nicht einmal die ersten 10 Sekunden. Bist du mit Real News dort vorgedrungen in Bubbles, wo noch nie Real News dazu geteilt wurde? Ja, aber ich fürchte, in Bubbles wird das Video dann auch nicht angeguckt, ja. Naja, ja, aber immerhin, also weil wir haben ja immer das Problem, dass wir sagen, ja, wir blabern ja auch hier jetzt eigentlich nur in unsere eigene Bubble hinein und überzeugen die Leute, die wir eh schon überzeugt haben. Aber ich möchte es kurz einmal unterbinden, an der Stelle weiter zu sprechen, bevor nicht der Holm irgendwas gesagt hat, ist mir scheißegal was, aber sag mal was. Ich habe ja gerade schon was dazwischen gefasst. Okay, dann danke. Also mir ging es so ein bisschen um die Frage, wie geht man halt damit um? Also gerade bei diesen Trump-Fake News, also tatsächlichen Fake News über Donald Trump, die mir auch schon so einige begegnet sind in letzter Zeit. Wenn man dann darauf hinweist, das ist eine Fehlinformation und hier ist der tatsächliche Beleg dazu, und einem dann eigentlich ganz vernünftige Leute sagen, ja, aber es ist doch egal, es ist ihm doch zuzutrauen,
dann ich, ist so der Punkt erreicht, wo mir immer so ein bisschen die Haare zu Berge stehen, ja, weil das, weil das ist das eigentlich da, genau also, das, was ich nicht will, ja. Ja. Dazu brauchen wir gar nicht nach Amerika zu gehen. Es gibt ja diese berühmte Fake News, die riesigen Wirbel gemacht hat, dass Merkel gesagt haben soll, sie freut sich auf 12 Millionen weitere Flüchtlinge in Deutschland. Mhm. Das war ja frei erfunden. Es ging da um eine Bevölkerungshochrechnung und von Hoffen war überhaupt keine Rede. Es war eine ganz nüchterne Aussage zur Bevölkerungsentwicklung und so weiter und so fort. Und da ist genau das passiert, was Holm gesagt hat. Dann hat eine Journalistin, ich glaube Ingrid Brodnik aus Österreich war es, die hat eine Dame, die diese Fake News verbreitet hat, damit konfrontiert, dass das falsch ist und hat sie gefragt, was sie jetzt dazu sagt. Und dann hat diese Dame genau das gesagt, was Holm jetzt gesagt hat. Sie hat gesagt, das ist mir egal, ich traue der das aber zu. Und wenn sie es jetzt nicht ernst gemeint hat, dann meint es vielleicht in einem halben Jahr ernst. Ja, aber bei den Leuten, die das verbreiten, wundert mich das ja noch nicht mal. Aber bei Leuten, die ansonsten, sagen wir mal, unsere Sachen hier verbreiten, weiß, was du meinst, ja. Ansonsten vernünftige Sachen verbreiten, da bin ich, muss ich sagen, bin ich dann so ein bisschen entsetzt. Ja. Will ich da kurz aus der Kommunikation wieder einwerfen? Es hat sich etwas geändert. Zahlen, Daten, Fakten, gut und schön, aber die Glaubwürdigkeit heute, die wird auf einer anderen Ebene aufgehängt, nämlich auf der Authentizität. Und das ist furchtbar traurig. Eine Zeit lang war der authentische Ausdruck in der Stimme, in der Körpersprache noch irgendwie ein Gradmesser dafür, dass jemand etwas wirklich meint. Jetzt kommt jemand wie Trump daher, ist extrem authentisch, dadurch extrem glaubwürdig für Menschen, die auf diese Ebene achten und nicht auf den Inhalt großartig. Wenn der dann noch diese Menschen auf ihre Emotion abholt, dann reicht das. Und das funktioniert offensichtlich bei anderen Zielgruppen auch. Okay. Braucht nur er selber sein, eine gewisse Emotion triggern, die diese oder Vorurteile ansprechen und schon geht das. Das reicht, um glaubwürdig zu sein. Das finde ich total spannend, Nana, vor allem, weil ich nämlich ist nicht das Gegenteil. Also, aber bei mir hat sich etwas eingestellt, was ich zum ersten Mal bei der Frau Dr. Merkel festgestellt habe, die ja inhaltlich, also oft, wie ich finde, toll und richtig liegt, aber es immer nicht schafft, mich emotional abzuholen. Nur manchmal, ganz selten, wenn sie sagt, wir schaffen das, ja, in ihrer lustigen, irgendwie, wie soll ich sagen, so etwas unbeholfen, sympathischen Art dann, oder wenn sie dann mal vielleicht auch einen Witz macht oder so. Ich bin da immer so dankbar dafür. Ich giere nämlich genau nach dieser Authentizität, die sie auch hat. Und ich kenne auch Leute, die sie privat kennen und mit ihr gearbeitet haben, die haben gesagt, die ist witzig, die ist eloquent. Und dann macht sie halt immer ihren Podcast und der wird dann so abgelesen. Und das nervt mich so. Und ich freue mich über jeden Politiker, bei dem ich das Gefühl habe, weil sicher sagen kann ich es nicht, dass der authentisch ist und mich irgendwie emotional mitnimmt. Emotional mitnimmt. Ja. Warum ist Hillary Clinton gescheitert? Genau deswegen. Warum hat es Biden jetzt so schwer? Genau deswegen. Ja. Es geht um den Ausdruck authentischer Emotionen. Auf der anderen Seite, und das ist ganz spannend, wenn wir jetzt in die helle Seite der Macht schauen und nicht nur narzisstische Selbstdarstellung anschauen, die uns offensichtlich allen irgendwie taugt. Wir haben das Entertainment-Gain in unserer Gesellschaft einfach drinnen. Wenn wir auf die helle Seite der Macht schauen, dann brauchen wir gerade das Gegenteil. Wir brauchen verantwortungsvolle, ruhige Menschen, die empathiefähig sind, also sich hineinfühlen können in andere und gleichzeitig sich aber von den Gefühlen nicht wegreißen lassen. Aber da ist also doch Obama eigentlich ein ganz gutes Beispiel, oder? Ich hatte das Gefühl, das zu verbinden, ja, dass der das gut verbunden hat. Ich meine, es ist auch Geschmackssache, Confirmation Bias und so weiter und so fort, gar keine Frage. Aber das war jemand oder ist immer noch jemand, dem höre ich gerne zu. Und ich lasse mich gerne von ihm mitreißen. Vielleicht noch eine Ergänzung zu Martin, was Martin eben gesagt hat, wo ich ein bisschen schmunzeln musste, dass die Reaktion vor allem, ich weiß nicht, ob du das im Spaß gesagt hast oder ernst gemeint der hast. Der Martin macht keine Späße. Ich scherze nie, genau. dass das ältere Damen gewesen seien. Und das trifft, glaube ich, auch genau die Studienlage zu Fake News. Es sind nicht die jungen Leute, was man immer geglaubt hat, die damit Probleme haben. Es sind ältere Leute, die das Zeug einfach teilen und völlig unkritisch hinnehmen. Jüngere, die medienaffin sind, die in den sozialen Medien zu Hause sind, sind weitaus weniger für Fake News anfällig als ältere Leute. Das hat man jetzt auch bei Covid-19 gemerkt. Die Sachen, die ich bekommen habe, alles irgendwo so aus der älteren Verwandtschaft. Ja, guck mal hier und das Desinfektionsmittel da und da das Immunsystem da. Das kam nur von Leuten über 60. Tatsächlich, da gibt es Studien, nehme ich an. Du würdest sowas nicht behaupten, wenn es nicht wahr wäre. Ja. Das finde ich sehr erstaunlich, weil in meinem
Hirn, das nur aus Klischees besteht, zu 100%. Auch ihr alle seid nur Klischees eurer selbst für mich. Macht euch keine Illusionen. Wir kennen uns freundschaftlich kaum. Ich finde euch alle einfach nur lustig. Aber ich habe, stimmt alles gar nicht, war gelogen. Ich mag nur den Alexander. Nee, weil ich weiß, dass das sonst das Probleme gibt. Besser wird es heute nicht. Ich habe es völlig vergessen, was ich sagen wollte. Achso, ja, genau. In meinem Klischee-Birnchen ist das nämlich eigentlich irgendwie so ein Ding von 16 bis 25. Und das ist wirklich erstaunlich, dass ihr da jetzt alle kollektiv den Kopf schüttelt. Aber andererseits, es ist doch eigentlich auch, macht doch auch Sinn, wenn wir an die alten Medien denken, meine Mutter, Gott habe sie selig, wenn es einen gibt, die hat damals, die hat ja auch alles geglaubt, was sie im Fernsehen gesehen hat. Das war für die Ja, der Mann im Fernsehen hat gesagt. Mhm. Ja, natürlich. Nicht nur das. Ja, ich glaube, es ist eine Generation, die einerseits... Die hat auch geglaubt, dass es die Schwarzwaldklinik wirklich gibt und alles. Okay, gut, also, dann wird es jetzt langsam speziell. Vielleicht hören wir an der Stelle auf. ganz kurz mal zu war sie aber nicht die Einzige. Zu Gott persönlich, Florian. Ja. Es ist eine Generation vielleicht, die einerseits von der 68er-Bewegung geprägt worden ist. Also dieses, man darf nicht alles glauben, was von oben vorgegeben wird, das ist ja wunderbar und richtig und lobenswert und das haben mittlerweile irgendwie so alle drin. Ne? Mhm. Und andererseits ist aber eine Generation, die mit neuen Medien noch nicht vielleicht so wirklich umgehen gelernt hat oder zumindest nicht damit aufgewachsen ist. Das ist vielleicht eine komplizierte Situation. Und gleichzeitig erfüllt mich das auch ein bisschen mit Hoffnung, weil ich glaube, dass jüngere Leute da eigentlich besser damit umgehen. Alexa, haus raus, ganz kurz. Ja, wir können uns ja auch wirklich fragen, warum sind wir als Gesellschaft gerade jetzt so anfällig und so verletzlich, was Falschmeldungen, was Fake News angeht. Ja. Und wenn man sich das anguckt, dann muss man eigentlich ein paar Entwicklungen auch besprechen, die sich schon in den vergangenen Jahren abgespielt haben. Es hat sich einmal unser Nachrichtenkonsum komplett verändert. Mhm. Der Journalismus hat sich verändert und also der Nachrichtenkonsum dahingehend, dass wir weniger so die Druckerzeugnisse konsumieren und Tagesschau gucken, sondern halt unsere Nachrichten wirklich in den sozialen Medien teilweise konsumieren. Da gibt es auch Zahlen dafür, dass eben immer mehr Menschen gerade Facebook als Nachrichtenquelle nutzen. Dann hast du den 24-Hour-News-Cycle, also das Nachrichten, also das Rad dreht sich sozusagen immer schneller, die Informationen sind immer schneller zur Verfügung im Netz. Und wir haben politische Akteure, allen voran auch solche Leute wie Donald Trump, die seit Jahren gezielt die Mainstream-Medien, die sogenannten, ich mache jetzt Anführungsstriche, Lamestream-Media in Verruf bringen. Und das ist sozusagen Strategie Nummer eins, wenn du dich selber als Quelle von Nachrichten und von Propaganda sozusagen legitimieren willst, dann musst du erstmal die Medien, die bisher genutzt wurden, in Verruf bringen, und weil sich, sonst damit findet macht man deine sich, Idee damit nicht macht man sich immun. Ja. Dann immunisiert man sich. Der THW3 schreibt, aus der jüngeren Gruppe kommen doch gefühltermaßen die meisten Trolle, siehe 4chan, 8chan als Geburtsstätte von QAnon und so weiter. Ich glaube, das ist auch das, was ich im Kopf hatte, da ich ja auch mit dem ganzen Gaming-Community und so weiter sehr, sehr viel zu tun habe und da eben Sachen passieren und passiert sind und so weiter und auch mit Gamergate und diesen ganzen Dingen. Ich glaube, ich vermische das alles in ein großes Komplex. Das ist der Ursprung, ne? Also da kommen viele von diesen Verschwörungsmythen her, aber die liegen dann sozusagen in die sozialen Medien, in die WhatsApp-Gruppen, in die Telegram-Channels und so weiter und werden dann da halt auch an Leute weiterverbreitet, die sich niemals auf 4chan, 8chan oder sonst irgendwo rumtreiben würden. Ne? Du reißt halt andere Leute dadurch. Und ich glaube, auf so solange sich das auf 8chan bewegt, ist das ja auch mehr eine Spielerei. Ja? Also ich sag mal, die tagesaktuellen Nachrichten holt man sich, glaube ich, schon eher nicht auf 8chan. Auch das typische Publikum da nicht, sofern sich das überhaupt für Nachrichten interessiert. Da macht man sie. Ja, das ist so ein bisschen, das ist so da der Spielplatz und wenn das dann davon aus dem Spielplatz rauskocht, dann ist eigentlich das wirkliche Problem. Und das Stichwort Mainstream-Medien ist mir gerade aufgefallen, um wieder den Bogen zu RT Deutsch zu schlagen. RT Deutsch benutzt standardmäßig schon die Abkürzung MSM für Mainstream-Medien. Mein Gott. Und jeder, der das liest, weiß das offensichtlich, was MSM sind. Meine liebe Frau Sophia schreibt gerade, die Masken töten unsere Kinder, Leute sind doch um die 30 und nicht um die 60. Das heißt, das sind jetzt, also ich kann, entschuldige, dass ich da jetzt immer drauf rumreite, aber... Die Leute, die es teilen, oder wer ist um die 30 oder um die 60? Auch die Leute, die auf der Straße stehen, das sind doch keine, also
das sind doch keine älteren Herrschaften, das sind doch... In den Demos? Ja, aber also relativ hoch. Ja, doch schon. Aber da, okay, das ist wenn aber auch nicht... schon, weil man mit 60, glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich raus auf eine Demo gehst, einfach geringer als mit 30. Auch weil es dann so weh tut schon beim ihr Gehen habt, und weiß ihr, Gott was sagen. Also ihr habt aber mit Sicherheit das recht. Das Schild ist so schwer. Ihr habt mit Sicherheit recht, es ist nur in meinem Kopf nicht so leicht zu bewegen, dieses Bild, was ich da habe. Ja, ich glaube schon, es macht einen riesen Unterschied, wenn du aufgewachsen bist mit dem Informationsmedium der Zeitung, wo es zwar auch schlechte gibt, wo Dinge drinstehen können, die vielleicht nicht ganz wahr sind, aber sie sind zumindest in einer homogenen Linie unwahr, sodass du ein bisschen ausfiltern kannst. Und es ist immer noch jemand dafür verantwortlich, wenn ein kompletter Blödsinn drinsteht. Also ich kann mir fast nicht vorstellen, wie wenn man so sozialisiert wurde für Jahrzehnte, man dann so schnell umschalten kann in einen Modus, wo alles, was man liest, potenziell eine komplette Lüge von vorn bis hinten ist. Gleich, Alexander, ich muss diesen Beitrag von Caspar David Niedlich vorlesen. Er sagt, Mainstream ist ein Anagramm für immer Satan. Denk mal drüber nach. Und jetzt kommst du. Danke. Super Überleitung. Hatte nichts mit dir persönlich zu tun. Das war super. Nein, ist schon klar. Ich muss jetzt mit meinem Kopf lachen und mit meinem Mund ruhig reden. Das ist nicht ganz so einfach. Das ist schön, das müssen wir merken. Also, wir müssen jetzt ja auch nicht die Unterscheidung treffen, es machen nur Junge oder nur Alte, richtig, sondern ich würde gerne nochmal auf den Punkt zurückkommen, den Pierre Lamberti ja hier zweimal auch schon in der Sendung angesprochen hat. Die sehr geschätzte und sehr kluge Pierre Lamberti gesagt, wir müssen mal schauen, was für eine Funktion haben denn diese, und ich mache es jetzt mal absichtlich breit, Fake News oder Verschwörungsmythen für den Menschen, der sie verteilt oder der sie gerade rezipiert. Und da gibt es dann sowohl, gerade jetzt in der Corona-Pandemie, viele ältere Leute, die zum Teil ja maximal sozial isoliert plötzlich sind. Also Sorge um das Überleben am Anfang, soziale Isolation, es kommt keiner mehr besuchen. Und dann irgendwann stellt man fest, es ist gar nicht so schlimm in Deutschland. Dann beginnen solche Verschwörungsmythen eine Funktion zu bekommen. Warum muss ich hier eigentlich jetzt meinen Lebensabend alleine verbringen? Und umgedreht bei den jungen Müttern, die sich Sorgen um ihre Kinder machen, hat auch das unter Umständen eine Funktion, eine übersteigerte Sorge, was das Kind angeht. Also das ist immer wieder auch, muss man mitdenken, warum teilt das jemand? Welche Funktion hat das jetzt gerade für die Person, die es verbreitet? Ja, noch zusätzlich die Funktion, ein Gemeinschaftsgefühl hiermit auszudrücken. Klar. Wir sind alle der gleichen Meinung. Wir empören uns gemeinsam, Emotionen wie immer, die verbindet ja auch. Also wir sind eine Empörungsgemeinschaft oder eine in gewisser Weise, wir haben die Wahrheit-Gemeinschaft, das stärkt ja auch das Selbstgefühl. Empörungsgemeinschaft ist super. Ja, wir haben auch eine Art Selbstwirksamkeitsempfindung, denn wir können etwas tun, wir drücken hier drauf, empören uns gemeinsam, können aufstehen, haben das Gefühl von Kontrolle. Diesen Knopf im Reichstag, wo ich schon drüber gesprochen habe, dass wenn man den Reichstag stürmt, dass da so ein Knopf ist, wo steht instant Regierung jetzt. Und wer da als erster drückt, der ist dann der Chef von Deutschland. Achso, ich dachte, man muss ein Schwert aus dem Stab abnehmen. Aber auch abnehmen. Da gibt es ja, also auch da gibt es ja übrigens Studien zu. Das ist ein wichtiger Punkt, Anna, nämlich die Frage, welche Wirkung hat gefühlt auf Facebook was teilen? Und es gibt Menschen, die sagen, ich habe sozial was verändert, wenn ich ein auf einen Krisenherd hinweise, wenn ich auf hungernde Menschen auf Facebook hinweise, dann habe ich ja was gemacht. Dann muss ich nicht noch einen Überweisungsträger ausfüllen oder Geld spenden, sondern ich habe ja schon was getan. Zeiten von Unsicherheit ist ja dieses berühmte Selbstwirksamkeitsempfinden der Kern. Also dass wir das Gefühl haben, wir können etwas verändern. Jetzt sind wir in dieser ganzen Corona-Zeit zum Beispiel dazu verdammt, hier irgendwie wechselnde Informationen hinzunehmen, wechselnde Maßnahmen hinzunehmen, nicht zu wissen, wann es aus ist, wann es vorbei ist, wie schlimm es wirklich ist, etc. etc. Das heißt, Selbstwirksamkeit kann ich so generieren. Anders aber schwierig. Also wenn ich mich immer für die Fakten offen halte, muss ich die ganze Zeit zugeben, dass wir in einem Möglichkeitsraum sind, wo viele Perspektiven parallel existieren. Das muss man aushalten können. Wir alle wissen das. Das ist eine Fähigkeit, eine Mischung aus Frustrationstoleranz, weil es keine Antwort gibt, und Ambiguitätstoleranz, wie es so schön heißt, weil wir also hier verschiedene widersprüchliche Wirklichkeitsbetrachtungen, Wünsche, emotionale Bedürfnisse ausbalancieren müssen. Das ist auch ein Faktor der Persönlichkeitsentwicklung. Und zudem sind wir eigentlich angehalten. Und ich finde, das müssen wir auch hier in dieser Gruppe diskutieren. Wie können wir uns von einer Abhängigkeit, von einer Ohnmacht selbst ermächtigend hinausbewegen in diese Fähigkeit zum Beispiel der Ambiguitätstoleranz, die Realität auszuhalten, so wie sie ist. Die Realität aushalten, wie sie ist. Ich glaube, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich sehe täglich auf Facebook und Co., dass Leute diese Wirklichkeit nicht aushalten und deswegen
und das will ich Ihnen niemandem vorwerfen, weil das ist auch viel mit Angst, hat viel mit Angst zu tun und mit Existenzangst und Co. und allem, die das nicht aushalten und darum nach jedem Strohhalm greifen, wenn jemand sagt, keine Ahnung, das ist alles Quatsch, natürlich könnt ihr euch jetzt problemlos in ein Theater setzen. Deshalb gibt es ja auch die Diskussion im Moment heute in der Welt, auch übrigens zwischen Herr Friedmann und Herrn Welzer, irgendwie so ein Zukunftsforscher, die sagen, und nein, die ganz vorsichtig andeuten, genau das, was du sagst, Tommy, vielleicht ist es ein Fehler, die Corona-Maßnahmen so detailliert vorzuschreiben, weil man den Leuten die Verantwortung zu viel abnimmt. Vielleicht würden die nur als Denkmodell, vielleicht würden die Corona-Maßnahmen besser funktionieren, wenn man den Leuten mehr Eigenverantwortung, mehr Selbstständigkeit zubilligen würde, als ihnen alles vorzuschreiben. Ach Gott. Das halte ich für ein gefährliches Spiel. Ja? Weil ich glaube, dass in dem Fall die Eigenverantwortung einfach nicht die Lösung ist. Der Punkt ist, es gibt Dinge, die können wir durch Eigenverantwortung lösen. Wenn wir sagen, wenn sich jeder bemüht, dann kommt das zu einem guten Ende. Es gibt Probleme, die kann man so lösen. Aber in diesem Fall ist es eben genau nicht so, sondern es ist ein von seiner Natur aus soziales Problem. Ein Problem, das wir nur lösen können, wenn wir gemeinsam Regeln aufstellen, wenn wir uns gemeinsam als Gesellschaft darauf einigen, was wir zu tun haben. Und das können wir nicht. Wir können nicht sagen, na, jeder soll sich gesellschaftliche Regeln ausdenken und dann wird sich das schon irgendwie ausbreiten und wir werden uns darauf einigen, welche gesellschaftlichen Regeln jetzt für alle zu gelten haben. So funktioniert das nicht. Also es ist ja in gewisser Weise, ist es ja das schwedische Modell. Ja, also das ist ja eigentlich genau das. Wir lassen die Leute machen und wir erwarten eigentlich, dass die Leute verantwortungsvoll handeln. Und nun muss man sagen, dass die Schweden tendenziell, also rein aus der Tradition dieses Landes heraus, ja schon so ein bisschen so eine Tendenz haben, wenn die Regierung sagt, man sollte das und das machen, dann wird das im Zweifelsfall einfach gemacht. Ich erinnere mich aus den 80er Jahren an eine Umfrage, dass irgendwie die Mehrheit der Schweden kein Problem damit hätte, wenn die Regierung Abhöranlagen in ihrem Schlafzimmer installieren würde, wenn es denn dem Schutz des Landes dient. Und ganz viel mit Kultur zu tun, hat natürlich auch, Schweden eine Anzahl von Ausbrüchen und eine Anzahl von Todesfällen auch gehabt in den letzten Monaten, die bei einem Mehrfachen der Werte von Deutschland lag, obwohl Schweden eine niedrigere Bevölkerungsdichte hat und eigentlich eher auf dem Niveau von Norwegen oder Finnland sein sollte. Ich wollte noch mal ganz kurz auf dieses Realität aushalten, wie sie ist, zurückkommen, weil dazu nämlich auch gehört, und das passt auch wieder zu der aktuellen Pandemiesituation, dazu gehört eben auch auszuhalten, wenn nicht alle Informationen oder nicht genügend Informationen zur Verfügung stehen. Wir sehen ja jetzt, dass diese Pandemie sich wirklich dynamisch entwickelt hat und es noch tut und dass auch das Virus selbst sozusagen für Überraschung gesorgt hat und Forschungsarbeit notwendig gemacht hat. Und dass eben auch mit diesen veränderten wissenschaftlichen Belegen sich die Bewertung der Situation verändert hat und den Menschen dann auch noch sozusagen nahezulegen, dass sie sich eben darauf einstellen müssen, dass es immer wieder neue Informationen gibt, immer wieder neue Belege, dass die Situation neu bewertet wird und man dann auch veränderte Schutzmaßnahmen ergreifen muss. Das ist natürlich echt schon ein Ding, was gar nicht so einfach ist. Ja. Und wir haben ja schon in anderen Situationen das Problem, wenn wir das Netz aufmachen und wir haben eine besondere Situation, meinetwegen sowas Schreckliches wie ein Amoklauf oder was weiß ich, und wir haben nicht innerhalb von 5 Minuten alle Informationen, die wir haben wollen, über Täter, Hintergrund, weiß der Geier, dann fangen wir an, diese Informationslücken selber zu füllen mit Dingen, die vielleicht sich aus Gerüchten zusammensetzen, die wir uns irgendwie selber denken, weil sie irgendwie passen könnten oder so, weil wir es einfach nicht gebacken kriegen, auch mal abzuwarten, bis Informationen wirklich gesichert sind und zur Verfügung stehen. Ja, aber nicht nur wir. Genau das ist doch der Punkt, wo die Alternativmedien ansetzen. Genau. Ich will nie vergessen, nach dem Attentat in Paris, Bataclan, Ken Jebsen hatte eine Stunde oder ich weiß gar nicht, eine Minute nach dem Anschlag, hatte der auf seiner Seite schon komplett Täter, Hintergrund, Motiv. Da wusste noch niemand von den Mainstream-Medien, was überhaupt passiert ist. Da haben die Alternativmedien schon komplette Deutungsmuster geliefert, was da passiert sein muss. Also das ist doch genau die Lücke, in die diese Fake News... Naja, weil natürlich das Deutungsmuster ist alles inszeniert, ja auch das stetig Wiederkehrende ist. Genau, also der ganz kurz kontrollierter Warnwitz, nein,
das möchte ich nicht hier, dass er herrscht, sondern das lese ich vor, der heißt Name. So. Das ist ein Name. Kontrollierter Warnwirt schreibt, bei Corona ist doch die Gefahr zu abstrakt, als dass man intuitiv richtig handelt. Ich finde das gar keine, also ohne, dass wir jetzt zu sehr in Richtung Corona hier abdriften, was alleine schon mehrere Sendungen hier gefüllt hat. Aber ich finde schon, dass da was Wahres dran ist. Dass also, das, weißt du? Ja, also erstmal bin ich froh, wir haben Oktober, wir machen seit März die Sendung, das erste Mal muss ich nicht das Konzept der Selbstwirksamkeit und den Einfluss der Selbstwirksamkeit auf Verschwörungsmythen und die Gläubigkeit daran erklären, das finde ich super, Nana. Das habe ich sonst in jeder Sendung einmal erklärt, fast gefühlt. Aber, kannst du nochmal paraphrasieren, wenn du möchtest. Nein, das mache ich jetzt nicht, ich glaube, das ist angekommen. Aber was, ich fand ganz spannend, Florian, was du gesagt hast, weil im Grunde genommen funktioniert ja ein Rechtsstaat genauso, wie man es sagen würde. Es gibt gewisse Regeln, und in diesen Regeln können wir alle unser Leben frei entfalten. Das, so funktioniert unser Rechtsstaat. Wir haben ein Framework und ansonsten sind wir ja in der EU im Grunde genommen, von einigen Ausnahmen mal abgesehen, wo sich das gerade verändert, alle freiheitlich demokratisch unterwegs. Und wir wissen das vielleicht gar nicht zu genießen, wie frei wir eigentlich sind. Und die hyperkomplexe Situation, da kommen wir dann zu dem, Tommy, was du gerade vorgelesen hast, so wird es ja bezeichnet, die Corona-Pandemie wird häufig als hyperkomplexe Lage dargestellt, in der wir uns befinden, macht es jetzt zunächst mal notwendig, dass es weitere Einschränkungen ohne die Freiheit abzuschaffen. Also nochmal, wir haben zum Beispiel in Deutschland niemals einen Lockdown gehabt. Wir haben sehr harte Kontaktbeschränkungen gehabt. Sowas wie ein Lockdown sieht eben anders aus. Da fangen wir auch schon an. Mit Ausgangssperre. Mit Ausgangssperre, das wäre ein Lockdown. Ne? Also da sieht man auch schon, wie Narrative verschoben werden. Das ist dann auch wieder das, was Nana anfänglich gesagt hat. Da werden Dinge umgedeutet. Also harte Kontaktbeschränkungen zum Wohle aller wurden als Lockdown umgeschrieben. Ich konnte meine Wohnung immer verlassen, so wie ich das wollte. Ich konnte nicht alle meine Freunde treffen auf einmal und konnte nicht auf eine Riesenparty gehen. Ich konnte aber jederzeit meine Wohnung verlassen, ohne dass mich einer kontrolliert hat. Mhm. Und ich glaube, da ist das große Problem, was Unwillen, ich habe es gesehen, Unwillen auslöst und wo man dann anfängt, News oder andere Deutungshoheiten zu akzeptieren, die diesem Unwohlsein entsprechen, was wir haben. Und dann wird es halt kritisch. Und da schreibt zum Beispiel ein User mit dem sehr interessanten Namen Holmgero Düngler. Ich habe einen Verdacht, wer das ist. Ja. Er schreibt, okay. Steht ja da, wer es ist. Niemand hört gerne, wir wissen es aktuell nicht. Deswegen laufen so viele gerne den Leuten nach, die behaupten, wir wissen ganz genau, was abgeht. Ja. Das schafft eine Blase von Sicherheit. Und jetzt zu dir, Nana. Also Unsicherheit aushalten, damit tun wir uns schwer. Wir sind ganz generell in so einem Phasenübergang als Gesellschaft, aber auch als Individuen befindlich, wo wir lernen müssen, die Stabilität nicht mehr im Außen zu sehen, weil wir wissen, also als Gesellschaft, wir leben in einer sogenannten VUCA-Welt, die ist volatil, die ist unsicher, die ist komplex, die ist ambig. Und im Inneren wissen wir auch nicht so recht, ob das, was wir planen, jemals so sein wird, wie wir es wollen. Und wir sind also dazu aufgefordert, die Stabilität nicht mehr im Außen zu suchen, sondern im Inneren zu bilden. Dieses, ich habe mal mit David Steindl-Rast geplaudert, ganz ein spannender Mensch, und der hat gemeint, früher hatten die Insekten so ein Exoskelett und jetzt sind wir dazu auserkoren, unser inneres Skelett quasi der Stabilität zu entwickeln. Das heißt, dass wir einen inneren Wertekanon für uns entwickeln, mit dessen Hilfe wir in unsicheren Situationen und Zeiten uns selbst verantwortlich weiter bewegen können und eigene Entscheidungen treffen können. Das bedeutet natürlich auch, dass wir hier die nicht mehr abgeben, die Deutungshoheit oder auch die Verantwortlichkeit nach außen. Und dieser Schritt ist riesig, der ist enorm. Das hat ein unglaubliches Potenzial. Und das ist auf mehreren Ebenen angesiedelt, eben in der intrapersonalen Entwicklung und in der gesellschaftlichen Entwicklung gleichzeitig. Was ich aber eigentlich sagen wollte. Jetzt bin ich gespannt, weil das, was du gerade gesagt hast, wirst du jetzt erstmal nochmal paraphrasieren und deutlich einfacher. Also mindestens 50% einfacher, langsamer. Ich habe nämlich wirklich nur die Hälfte verstanden. Oh. So, jetzt. Okay, also zuerst paraphrasieren und dann auf die Demokratie. Ja, genau. Aber jetzt nochmal das erklären, was du gerade erklärt hast, in total einfach, ohne Fremdwörter, die ich nicht kenne. In total einfach. Das mache ich. Wir haben eine Riesenchance derzeit. Dadurch, dass uns alle Orientierungshilfen mehr oder weniger unsicherer im Moment zur Verfügung stehen. Die Politik weiß nicht so recht, die Wissenschaft ist gerade im Diskurs, die Medienwelt oder die Wirklichkeitskonstruktion in den Medien, auch durch Einzelpersonen, Privatpersonen, sonst wen gemacht, ist sich auch nicht einig. Wir sind auf uns selber zurückgeworfen. Das heißt, wir können uns jetzt nicht einfach irgendwo aussuchen, das ist jetzt die Wahrheit, die nehme ich. Also wenn wir
ein bisschen drüber nachdenken, wissen wir, jede Wahrheit ist relativ zu ihrem Bezugssystem. Das heißt, ich habe eine wissenschaftliche Wahrheit, die ist relativ zum wissenschaftlichen Konstrukt, in dem sie... Die hätte mir aber eigentlich schon gereicht als Wahrheit. Dann nehme ich doch die. Wunderbar. Ja, das ist deine Entscheidung. Das ist wunderbar. Seit der Zeit der Aufklärung hat man gesagt, okay, wir haben hier bestimmte Methoden und diesen Methodenmix und diesen Konzepten, den folgen wir und Mathematik ist in sich schlüssig und Wissenschaft hat sonst nur so Regeln, die wir nachvollziehen können. Das ist ein Gefühl von Kontrolle. Naja. Aber heutzutage haben wir die Möglichkeit zu durchschauen, wie unsere Bezugssysteme ausschauen. Also die wissenschaftlichen Bezugssysteme, die politischen Machtsysteme, wie werden wir sozialisiert, wie sind wir emotional geformt, wie haben wir gelernt, Bedeutung zu vergeben. Wir können erstmal, also ich sehe das wirklich als Phasenübergang, um zu den Physikern zu sprechen, die hier unter uns sind. Also von einer, was vorher unbewusst war, wir haben es halt angenommen, so ist die Wirklichkeit, kann uns jetzt bewusst werden, das ist ein konstruktiver Akt. Und wir selber haben eine Verantwortung darin. Und es ist jetzt wirklich paraphrasiert von dem, was ich vorher gesagt habe. Ja, das wollte ich haben. Im Prinzip sowas wie eine zweite Aufklärung, nur eine, die aus innen heraus, aus uns, aus die unserem Inneren uns kommt. Als Individuum wirklich persönlich anspricht. Wenn in dem Moment, wo wir uns nicht mehr auskennen, müssen wir uns fragen, wo kriege ich jetzt irgendwie eine Antwort her, die für mich stimmt und die stimmig ist. Und da brauche ich innere Kriterien, die ich anlegen will und derer ich mir bewusst bin. Die meisten legen ja innere Kriterien an, nämlich das gefällt mir, weil das entspricht meinen Vorurteilen oder das fühlt sich richtig an, weil ich will mich gerade aufregen oder ich habe da irgendwie Angst. Und da kommt aber da, wenn das bewusst wird, da habe ich doch die totale Esoterik-Gefahr, sehe ich doch dann von wegen, weißt du, dieses, ja, da muss ich halt für mich selber sehen, was da richtig ist und das ist es dann. Naja, aber Glauben ist das eine und Glauben muss einem bewusst sein. Also dass ich entscheide mich mit einem Akt zu glauben und das ist bitte ein ganz persönlicher Akt und der hat überhaupt keine Rechtsgültigkeit für alle anderen. Dann bin ich in meinem eigenen System und weiß es wenigstens und von dort aus kann ich weiterschauen. Hilft mir das in irgendeiner Weise oder nicht? Aber der Bernd explodiert doch jetzt gleich. Nein, durchaus nicht. Aber ich denke, man könnte es doch einfach auf. Also es sind jetzt zwei wichtige Begriffe gefallen. Alexander hat Freiheit genannt, Nana hat Verantwortung genannt und als drittes würde ich einfach noch Urteilskraft dazu nehmen. Ah. Das sind die drei Schlüsselbegriffe der Gegenwart. Freiheit, Verantwortung und Urteilskraft. Hast du das gerade... Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn das heißt. Nee, hast du das gerade deduziert aus den Vorträgen oder ist das etwas, was du vorher schon wusstest und jetzt bestätigt findest? Einfach nur, um deinen Intellekt hier einzuschätzen, den ich dann als Superior einschätzen würde. Dann natürlich Ersteres. Ah, okay. Bravo. Aber entschuldige, Nana, dass ich dich mit dem Bernd unterbrochen habe. Du wolltest zur Demokratie kommen. Ich wollte, also das, was viele gehen ja auf die Straße und demonstrieren dafür, dass man uns hier irgendwie nicht die Meinungsäußerungsfreiheit wegnimmt. Also viele behaupten, die Maßnahmen würden in das Recht, ins Freiheitsrecht eingreifen etc. Ich habe mich da ein bisschen damit auseinandergesetzt, einen Buchartikel dazu geschrieben und es ist relativ leicht nachvollziehbar, wenn man ehrlich ist, inwiefern und inwieweit ist etwas legistisch legitimiert, also im Rechtssystem verankert, möglich, machbar und wann übernimmt jemand irgendwie autokratische Selbstherrschaft, was ja auch schon passiert ist in einem Nachbarland und das ist dann natürlich gefährlich. Ja? Solange der Diskurs, der öffentliche Diskurs erlaubt ist, unter den Prämissen der Gesundheit, ja, das muss natürlich auch priorisiert werden, leben wir in Freiheit. Solange die Repräsentanten demokratisch legitimiert sind, Entscheidungen zu treffen, sind wir in einem demokratischen System. Solange die Entscheidungen im Rechtssystem nachvollziehbar verankert sind und für diese Zeit gelten, wo sie zuständig sind, etc. etc. Also das kann man eigentlich alles durchdeklinieren und so leicht kann man sich nicht machen, dass quasi Corona-Maßnahmen da jetzt anti-menschenrechtlich sind. Ja, aber doch sind 80.000 Menschen in einer Telegram-Gruppe von einem Menschen hier aus Deutschland unterwegs und die versuchen das gerade umzudeuten. Das findet statt und es gibt ja, also davon sind 10.000 Journalisten wahrscheinlich in der Gruppe drin. Es ist aber nicht nur in den Telegram-Gruppen. Es gibt Professoren für Verfassungsrecht, die sagen, Moment, also wir werden Abwägungen zwischen Rechten vorgenommen und die würden wir anders vorgenommen sehen wollen. Genau, Holm, das finde ich spannend, dass du dich von selber da einbringst, weil du giltst wiederum in meiner klischierten Vorstellung eurer selbst als der mit dem größten Freiheits- und Selbstgestaltungsdrang in dieser Gruppe. Und das schreibe ich sofort. Ja, wie schätzt du das ein, was die Nana da gerade erklärt hat?
Also für dich. Ja, ich, wo mir so ein bisschen, wo mir so ein bisschen der Widerstand in mir sich geregt hat, war eigentlich was ganz anderes. Es war bei der Sache nach dem Motto, so jeder konstruiert seine eigene Wahrheit. Also ich glaube nicht, dass Wahrheit, das so gemeint ist, muss ich aber sagen, muss man letztlich. Das ist eine Tatsache. Jeder konstruiert seine eigene Wahrheit. Darum geht es. Es geht nur um die Bewusstwerdung, dass wir eine Auswahl haben. Und wenn wir uns für die Wissenschaft als konstituierendes Moment einer Wirklichkeitsbeschreibung entscheiden, dann ist das hoffentlich eine bewusste Entscheidung. Natürlich können wir die auch sozial ererben und sagen, das ist nun mal so und was ich gelernt habe in der Schule ist wahr. Aber es das wäre ist aber nicht Wissenschaft, lieber, was ich es würde habe hinterfragt in der Schule, werden. Nichts mit Wissenschaft. Nein, das habe ich absichtlich jetzt gemacht, um dich zu triggern. Um dich darauf hinzuweisen, zwischen den der Unterschied, etwas einfach nur anzunehmen oder etwas bewusst zu machen und mich bewusst zu entscheiden, ist ein Riesenschritt. Darf ich es versuchen, total tödlich zu so, ich versuche es mal so auszudrücken, wie es in meinem Hirn sich langsam zusammensetzt, dass wir bislang eher bevor es den ganzen Quatsch mit dem Internet und alles gegeben hat, eher noch dass es eher noch ein Regieren im Sinne eines Führens war und jetzt immer mehr Möglichkeiten entstehen, dass ich selbst mir das aussuchen kann und auch mehr Angebote dafür bekomme. Und ich verstehe dich so, Nana, dass du sagst, man sollte damit verantwortungsvoll umgehen. Und ich impliziere daraus, ach bitte, geh doch bitte so verantwortungsvoll damit um, dass du dich dann hoffentlich auch für das Richtige entscheidest. Aber das, was du sagst, hoffe, dass es stimmt, ist, es ist eine Entscheidung. Das es muss uns bewusst werden, dass die Realität, in der wir leben, von uns selbst mitgestaltet wird, indem das, was ich vor mir habe an Informationsstückwerk zum Beispiel, ich nachvollziehen kann nach bestimmten Kriterien, ich auch daraufhin prüfen kann, ob ich jetzt nur das lese, was mich persönlich bestärkt, ich in irgendeiner Form davon ausgehen kann, dass ich meine eigene Weltsicht bestärkt haben möchte. Also ich muss diese ganzen Faktoren, wie ich Wirklichkeit generiere, langsam ins Bewusstsein heben, dann kann ich immer besser umgehen mit dieser Vielschichtigkeit, mit dieser Vielfalt an Sichtweisen, mit dieser Parallelität an Welten. Und das war vorher nicht nötig in dem Maße. Das war es nicht. Und das ist dieser Phasenübergang, den ich meine, dieses selbstverantwortliche Mitdenken, Mitfühlen, Selbstreflektieren, Wahrnehmen, dass wir selber sind quasi die Matrix der Wirklichkeit in gewisser Weise. Es geht hier um psychologische Momente, nicht um physikalische, nicht um die Welt der Wissenschaft. Es gibt einfach Sichtweisen dabei, die sind einfach nachprüfbar falsch. Das ist, bitte reg dich ein bisschen auf. Wenn es um Wirklichkeit geht, wie physikalische etc., keine Frage. Um wissenschaftlich fundiertes Wissen, das ist wissenschaftlich fundiertes Wissen. Aber Holm, ich glaube, man kann sich so vorstellen, wenn du dich jetzt selbst zwingen würdest, 3 Jahre lang ausschließlich erzkonservative bis hin zu rechte YouTube-Kanäle zu schauen, unabhängig davon. Weiß ich nicht, ob das wäre ein sehr interessantes Experiment. Nur wenn du jetzt nur Steven Crowder und Miley Ilianopoulos Tag ein, Tag aus sehen würdest und die ganzen Hubschis, die da dazugehören, ich glaube, unabhängig wie mental tough du bist, nach 3 Jahren hättest du vielen Themen gegenüber eine andere Meinung und Geisteshaltung, als du sonst hättest, glaube ich. Natürlich, man merkt ja auch, wie sich sozusagen die eigene Meinung und Geisteshaltung zu so Dingen anpasst. Aber das ist natürlich auch wahnsinnig. Ich lege da immer großen Wert darauf, dass man unterscheidet zwischen den Fakten und den Werten. Ja? Glaube, was wir aber auch nicht auch erwarten dürfen, ist, dass jeder sich die Mühe macht. Also wir müssen auch Menschen zugestehen, Nana, dass die Menschen überhaupt keinen Bock haben auf diesen selbstreflektierenden Zyklus, den du da beschreibst. Das ist auch anstrengend. Ist der Bildungsauftrag oder das ist die Herausforderung, glaube ich, mit der wir momentan konfrontiert sind, dass wir, es geht hier nicht um Wahrheit, das ist ganz wichtig. Es geht um Wirklichkeitswahrnehmung. Das sind unterschiedliche Dinge. Ja? Welche Wirklichkeit nehme ich als wahr an? Und das hat was mit mir selber zu tun, weil das ist eine Entscheidung. Ich glaube, jetzt habe ich es besser auseinandergedröselt. Es geht nicht um die Wissenschaft. Und schon bin ich vollkommen glücklich und zufrieden. Erst gut. Das geht ja aber ganz schön leicht. Oder vielleicht lag es an deinem Tee. Ich glaube, das ist ganz spannend. Ich habe das Gefühl,
Gefühl, dass wir hier gerade ein sprachliches Problem haben. Weil ja, der österreichische Dialekt, das ist jetzt nicht mehr. Na, der österreichische Dialekt. Na, der ist wunderbar. Ist na, bitte, geh, hau über die Heiser. Du mit deiner wahren Nudelmux mit Bruder. Es ist ein kultureller Unterschied offensichtlich zwischen Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften. Das fällt mir hier gerade ganz stark auf. Und ich bin als Physiker da jetzt sehr mit dem einverstanden, was Holm gesagt hat, natürlich. Ja. Verstehe aber auch, was Nana sagt. Und ich glaube, kannst du's wir übersetzen? Meinen in Wirklichkeit ähnliche Sachen, aber mit unterschiedlichen Worten. Weil mir geht es wie Holm. Wenn jemand sagt, jeder baut sich seine eigene Wirklichkeit, dann entsteht da Bauchschmerzen in mir. Natürlich ist es wahr, dass sich jeder sein eigenes Bild der Wirklichkeit schafft. Ja? Aber was uns Naturwissenschaftlern ganz tief im Blut drinnen ist und was, glaube ich, schon eine sehr sinnvolle Annahme ist, ist, dass es so etwas wie eine objektive Wirklichkeit gibt, zumindest in einer bestimmten Klasse von Fragen. Es gibt Dinge, die sind eben genau nicht eine Sache der persönlichen Meinung. Und das ist das, was wir in der Naturwissenschaft typischerweise als Wirklichkeit bezeichnen. Ja, und wenn da jetzt weil sonst bräuchten wir das, was wir sonst machen, als Naturwissenschaftler nicht genau. zu tun. Das wäre dann nämlich sinnlos. Ja, aber trotzdem. Und wenn dann jemand sagt, ich habe aber meine eigene Wirklichkeit und jeder hat seine eigene Wirklichkeit, ist das ein bisschen ein gefährliches Spiel. Ja, trotzdem. Bild von Wirklichkeit, damit kann ich leben. Eben, aber trotzdem ist es so, dass der Akt, das als Wirklichkeit anzunehmen, ein persönlicher ist, von dem wir hoffen, dass es viele tun. Ja. Und es ist total kränkend, dass wir gar nicht in der Lage sind, die Wahrheit wahrzunehmen. Also ich habe Psychologie studiert und als ich dann angefangen habe, allgemeine Psychologie 1 und 2, da ging es dann im Grunde genommen ein Jahr lang nur um Wahrnehmungstäuschung. Da wurde mir in jeder Woche in der Vorlesung erklärt, warum das, was ich sehe, überhaupt nicht das ist, was da ist und warum ich mein Gehirn einfach ständig irgendwelchen Unsinn macht. Also kann jeder mache ich gerne das Beispiel mal drüber nachdenken, dass wir die ganze Zeit unsere Nase sehen. Die ganze Zeit sehen wir alle. Das Gehirn rechnet die aber die ganze Zeit raus, weil die halt störend ist und überflüssig ist. Und damit geht es schon los. Also die Realität ist halt wir funktionieren nicht wie eine Kamera und ein Videorekorder. Und im Grunde genommen, bitte, liebe Naturwissenschaftler, ich bin ja auch eher Geisteswissenschaftlerin, aber ihr naturwissenschaftlich unterwegs seid, korrigiert mich, aber selbst in der naturwissenschaftlichen Forschung habe ich doch niemals die allerletzte Wahrheit, den allerletzten Beweis. Das ist doch genau dieser Punkt, der uns als Forschenden vielleicht normal vorkommt, weil wir halt Forschungsarbeit leisten und es immer neue Belege auftauchen können, die den alten widersprechen. Dann geht es wieder ein Stück vorwärts, also wir irren uns quasi nach vorne. Oh, aber Alexa, du musst mein Buch lesen. Aber das ist doch genau die Einflugschneise, die Menschen nutzen, um zu sagen, ja, die Wissenschaft weiß auch nicht alles und deswegen kann ich eigentlich glauben, was ich will. Das ist doch nur eine Theorie mit der Evolution oder mit der Gravitation oder weiß der Geier. Das macht es ja alles so kompliziert. Ganz kurz, bevor Holm, ich habe den Eindruck, dass der Martin seit so einer gefühlten halben Stunde, es wurde auch schon gepostet hier, etwas sagen will, ist dieser Moment schon längst vorbei? Oder kannst du das noch anbringen, Martin? Ich kann es noch anbringen, aber ich will jetzt auch nichts unterbrechen, was gerade läuft. Aber ich finde es so schade, weil ich höre dich auch so gerne. Okay, na, dann möchte ich nur kurz vorausschicken. Alex, wegen dir sehe ich jetzt die ganze Zeit meine Nase. Ich hasse es, wenn das jemand erwähnt, weil das dauert bei mir immer sehr lang, bis es wieder weggeht. Was auch meine Anatomie geschuldet kann aber nicht ist. Das sein, was du seit einer halben Stunde sagen solltest, sonst hättest du übersinnliche Fähigkeiten. Kann dich aber beruhigen, das geht wieder weg. Dann könnte dich die untersuchen. Dann erzähl. Schreibst mir morgen eine SMS. Ich habe vorher einen Gedanken gehabt und ich weiß aber nicht, ob der vollkommen schwachsinnig ist oder ob der irgendwo Sinn ergibt. Deswegen habe ich mir gedacht, ich outsource das mal an euch, weil ich habe noch keine Sekunde drüber nachgedacht. Das ist sehr frisch. Gut, dass die richtige Runde für sowas. Ja, das dachte ich mir auch. Habe ich den Eindruck, gerade so ziemlich der Zeitgeist, dass Gefühle etwas unfassbar Schützenswertes sind. Also dass es ein enormes Vergehen ist, die Gefühle von jemand anderem zu verletzen, wenn das nicht unfassbar notwendig ist. Und dass auch sonst keiner das Recht haben sollte, meine Gefühle zu verletzen. Also dass Gefühle wirklich einen sehr hohen Stellenwert einnehmen, der in vielen Fällen dann öfter noch höher als der von der Wahrheit vielleicht gehandhabt wird. Und wenn ich jetzt etwas lese, das meiner Meinung widerspricht und ich mich damit auseinandersetzen soll, dann ist das zwangsläufig etwas, das meinen Gefühlen schaden wird oder dass mir Schmerz zufügt, ob vielleicht diese, wie soll ich sagen, Geisteshaltung eine ist, die mich vielleicht eher davon abhält, dem schmerzhaften Gefühl nachzugehen, um die Wahrheit herauszufinden,
Also ob diese Dinge zusammenhängen könnten, dass es Fake News leichter haben, weil man uns momentan sagt, niemand hat das Recht, etwas zu sagen, das mich verletzt. Er nennt sich Frustrationstoleranz. Wenn ich nicht aushalte, dass mein Weltbild in Frage gestellt wird, dann nennt sich das niedrige Frustration. Ja, aber Das die Kritikfähigkeit, das sind ganz normale psychologische, ich brauche ja nicht dozieren, wir haben ja hier den Experten. Sag doch mal du, Alexander. Ja, das ist Frustrationstoleranz. Wir sagen dazu Kritikimmunisierung. Also ich stimme dir dazu, Martin, das sind genau die Leute, die dann irgendwann aufhören, sich auf diesen Stimuli, also diesen Dingen auszusetzen. Und dafür, wie gesagt, großer Freund von sozialen Medien, sonst würden wir das ja hier nicht machen, was wir machen. Aber das Netz bietet dann natürlich auch super Möglichkeit. Und damit setzt du dich jeglicher, oder kannst du, wenn du in eine geschlossene Gruppe gehst, dich jeglicher Kritik entziehen. So funktioniert das ja auch. Und das funktioniert ja dann im schlimmsten Fall auch, das haben wir oft genug diskutiert, dass dann vereinzelte Menschen dort auch radikalisiert werden können, weil sie natürlich dann immer in so eine Spirale reinkommen. Das sind dann die Echokammern. Und ich beobachte in der Tat, das ist jetzt ein ganz anderes Fass, was ich aufmache, aber insofern finde ich deinen Gedanken total spannend, habe da jetzt auch nicht lange drüber nachgedacht, diese übersteigerte Form von Menschen in den sozialen Netzwerken in Schutz nehmen, also das Content Warning, die Triggerwarnungen, all das, was da so gepostet wird. Inzwischen kenne ich Menschen, die, bevor sie ein Bild von etwas zu essen posten, eine Content Warnung essen, posten, weil sie der Meinung sind, es könnte Menschen geben, die haben Probleme. Das geht in beide Richtungen. Menschen mit Essstörungen könnten Probleme haben zur Essstörung. Ne? Magersüchtige Menschen könnten Probleme haben. Oder adipöse Menschen könnten zum Essen motiviert werden. Das ist der Gedanke, den diese Menschen haben, wenn sie das posten. Das ist aber überhaupt gar nicht hilfreich, weil das genau passiert, Martin, was du sagst. Es kann ja nicht Sinn sein, wenn man an solchen Erkrankungen leidet, komplett von etwas Lebensnotwendigem wie Essen. Also wir haben wenig Triebe in uns, die notwendig sind. Aber ohne Essen geht man nichts. Und wir müssen damit umgehen, sinnvoll mit diesen Dingen umzugehen. Und ich glaube, wir erleben hier etwas, wo das übersteigert wird. Das ist nicht kausal, aber ich erlebe mit, dass das einer der Gründe sein kann. Und es ist aber schon jetzt ein Extrembeispiel, wenn ich das mal kurz einwerfen darf, natürlich mit dem Essen. Dem vorgestellt ist ja der Wunsch, dass man eigentlich auch selbst Leute nicht unbedingt unnötig verletzen möchte, gerade wenn es auch um Minderheiten geht und so weiter und so fort. Da haben wir auch schon öfter uns drüber unterhalten. Und ich zum Beispiel sage als Autor von Büchern, wenn ich vorne einen Zettel drin hätte, wo ich sage, Achtung, zum Beispiel jetzt Hard Fantasy, Vergewaltigung, Blut, keine Ahnung und so weiter, bitte Vorsicht, tut es meinem Buch zum Beispiel jetzt keinen Abbruch, wenn man eine Warnung irgendwo draufschreibt, wenn die nicht im Buch ist oder irgendwo eine Markierung, Achtung hier, wenn du jetzt umblätterst, passiert es oder so. Ja, das zum Beispiel, so eine Art Triggerwarnung fände ich völlig in Ordnung. Und auch wenn es um den N-Begriff geht und so weiter, den einfach zu vermeiden, weil da potenziell Leute sich verletzt fühlen können. Anderes und Thema. Das hat einen guten Grund, ne? Bin ich ganz bei dir. Oder Hündchen wird getötet im Buch. Das, ja, also genau. Ich möchte das nur, deswegen war mir wichtig, das einmal auch für die Leute da draußen so zu sagen. Aber auf der anderen Seite, das, was du sagst, Martin, diese Empfindlichkeit, mit der habe ich massive Probleme an manchen Stellen, gerade weil ich ja dann doch immer noch von Beruf irgendwo auch Comedian bin und feststelle, dass es im Moment in diesem, was ist das, diese ja, um jetzt mal Nana zu paraphrasieren, die sich paraphrasiert hat, dieser Transitmoment gerade, dass sich da so Dinge, dass Dinge in Bewegung sind und wir gerade Sachen neu lernen irgendwie und dadurch höhere Empfindlichkeiten an der einen Stelle sind, an der anderen deutlich weniger. Das ist für mich als Comedian ein echtes Problem, weil ab wann darf ich, und zwar ich benutze es tatsächlich, darf ich denn jetzt darüber noch einen Witz machen, der nicht sofort von allen 100.000%ig verstanden wird? Ohne dass ich finde die Lisa Eckert persönlich grauenhaft, aber das ist auch eine Geschmackssache und den Dieter nur auch. Aber ich sehe, das ist tatsächlich ein Problem. Wenn der, um jetzt ein Beispiel mal aufzugreifen, der John Cleese in der alten Serie Fawlty Towers parodiert Nazis und die Unsicherheit, die man hat im Umgang auch mit jüdischen Leuten, indem er am Ende völlig überdreht an einem Tisch mit jüdischen Leuten vorbei stolziert, nazimäßig und sich den Finger an die Nase hält. Und wir lachen aber über ihn und seine Unsicherheit und finden es zum Kotzen, was er da macht. Andererseits ist es aber so, dass es jetzt tatsächlich Leute gibt, die sagen, nein, das darf man nicht, weil da werden Gefühle verletzt. Und ich finde, das ist tatsächlich etwas, wenn John Cleese sich über Nazis lustig macht,
Das muss man bitte entweder verstehen oder man versteht es falsch, aber dann kann ich da auch niemandem helfen. Ja, wobei, also ich glaube, ich habe die gleichen Bauchschmerzen wie du. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht so sehr, dass das mit der Verbreitung von Fake News in einem Zusammenhang ist. Und zwar deshalb, weil gerade die Klientel, die die Art von Fake News am meisten verbreitet, die wir jetzt ansprechen, sind eigentlich die, die am meisten für sich das Recht in Anspruch nehmen wollen, jeden zu beleidigen. Und ich habe da an sich große Sympathien. Ich habe mir für mich persönlich vorgenommen, ich werde nie in meinem Leben jemanden wegen Beleidigung anzeigen. Wer mich beleidigen möchte, möge das bitte tun. Das ist was anderes als auch voll tun oder sowas. Aber da hätten wir ja auch einfach zu tun, wenn wir das machen aber wollen würden. Aber grundsätzlich, die Leute, die sozusagen diese Art von Freiheit sehr nach vorne tragen, sind häufig gerade die Leute, meiner Beobachtung nach zumindest, die gerade diese, sagen wir mal doch, deutlich eher rechtslastigen Verschwörungstheorien auch verbreiten und diese rechtslastigen Fake News. Aber diese jetzt habe ich schon wieder Verschwörungstheorien gesagt. Aber diese Empfindlichkeit, die da steckt irgendwas drin von dem, was der Martin gesagt hat. Alexa? Was mir nur, und da hätte ich echt gerne noch mit euch allen drüber gesprochen, weil ihr da bestimmt ganz viel kluges Zeug dazu wisst, was mir immer wieder auffällt, ist dieser Zusammenhang zwischen dem Verbreiten von wirklich nachweislich falschen Dingen, also wirklich Falschmeldungen, und dann aber dem Ruf nach Meinungsfreiheit. Denn meistens ist es ja so, da wird etwas verbreitet, sei es von irgendwelchen schrecklichen politischen Parteien wie der AfD oder weiß der Geier von irgendwem anders, der da als politischer Akteur auftritt, was uns, die wir wirklich versuchen, das auch zu belegen, Hanebüchen vorkommen, was sich auch nicht belegen lässt. Und dann ruft irgendjemand, ja, aber Meinungsfreiheit. Ihr habt eure Meinung, ich habe meine Meinung. Und diese Vermischung von Meinung und dem, was sich wirklich belegen lässt als Fakt, das macht mir wirklich in dem Zusammenhang große Sorgen, weil ich wirklich denke, wir müssen da auch ganz anders lernen, mit dem Begriff Meinung umzugehen, und wir müssen eben auch lernen, wieder wissenschaftlich kritisch zu denken und zu lernen, was sich belegen lässt und was nicht. Und ich will ganz kurz, bevor wir den Punkt diskutieren, gerade nochmal zu Holm zurück. Ich will jetzt nicht Kommunikationswissenschaft machen, aber die Expertin, ja. Aber was du ja machst, Holm, durch dein Tun, ist ja, du hast ja die Leute vorab schon beleidigt. Das ist eine Perspektive, die ich neuerdings mir angemaßt habe. Wenn du schreibst, keine Ahnung, das und das ist Blödsinn, weil die Welt funktioniert anders und so, dann gibt es Menschen, die das als persönliche Beleidigung und Angriff auf ihre Personen empfinden. Ist aber das Gleiche, was Alexa eben gesagt hat. Genau. Das, was und dann, Martin gesagt und hat dann auch. Reagieren sie natürlich mit gefühlt mit der gleichen Ebene auf dich. Das heißt, du bist auf einer sachlichen Ebene erstmal unterwegs. Also wirklich, du schreibst einen Blogbeitrag und da liest das jemand. Nicht immer nur sachlich. Ja, gut, aber schon, sagen wir zumindest fundiert. Aber gepfeffert sachlich. Ja. Pointiert fundiert, sagen wir es doch so. Und es sind Leute beleidigt davon, dass du Fakten sagst. So, du hast sie persönlich beleidigt und dann sagen sie, jetzt aber gleiches mit gleichem. Jetzt baller ich mal zurück, weil der Holm, also so geht's ja nicht. Und das ist ja auch so ein Problem, was wir natürlich haben. Weil du das Weltbild erschüttert hast. So ist es. Ja. Das ist natürlich auch eine schwierige Gratwanderung. Oh, der Martin geht schon, weil ich ihm widersprochen habe. Ich habe damit selbst viel zu tun in letzter Zeit. Die Mimose. Mit dem Problem, dass man einerseits Leute verliert, wenn man sie beleidigt. Wenn ich Leuten, mit denen ich vielleicht Einigkeit erzielen könnte, von vornherein sage, ihr seid alle blöd, wenn ihr das glaubt, dann ist die Diskussion vielleicht gleich vorbei. Das ist schade. Andererseits habe ich auch persönlich ein bisschen Angst vor zu viel Freundlichkeit. Da bin ich ganz bei Holm. Manchmal muss man auch mit einer gewissen Radikalität sagen, liebe Leute, wenn du das behauptest, dann ist das kein sinnvolles Diskussionsthema, sondern da hast du einfach nicht recht. Ich glaube, der Grund war sehr höflich. Alle Menschen sind gleich viel wert, aber nicht alle Meinungen sind gleich viel wert. Es gibt Meinungen, die sind einfach a priori weniger sinnvoll als andere. Das heißt jetzt nicht, dass man bestimmten Personen verbieten soll, etwas zu äußern. Also jeder Mensch hat Rechte, aber nicht jede Meinung hat Rechte. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu unterscheiden. Ja, man darf jede Meinung äußern. Man muss dann aber auch hinnehmen, dass jemand anders sagt, dass man der Meinung ist, dass diese Meinung Blödsinn ist. Also dann haben wir zwei Meinungen, die sich gegenüberstehen. Und wieder, die Meinung setzt sich halt aus unterschiedlichen Komponenten zusammen. Also eine Meinung besteht aus Dingen, die man für wahr hält,
hält und die möglicherweise sachlich wahr oder falsch sind. Und eine Meinung besteht aus Werten. Und dann kann ich mit jemandem darüber diskutieren, dass seine Inhalte oder dass seine Fakten möglicherweise nicht belegbar sind. Ich kann aber auch mit ihm darüber diskutieren, dass ich seine Werte scheiße finde. Und das ist keine Diskussion, das ist eine Bewertung. Genau. Entschuldigung, wenn ich mich zwischenschalte. Ja. Das, was heutzutage so schwierig ist, ist ja, wir kennen alle den Begriff Diskursgesellschaft, dass wir in den Diskurs gehen. Das heißt, dass wir unsere Meinungen aneinander und miteinander reiben und austauschen. Ja? Das passiert ja nicht. Es sind Bubbles, die einander gegenüberstellen und die versuchen, ihre eigene Existenz zu rechtfertigen. Das ist kein Diskurs. Das heißt, ich kann, und das finde ich sehr von dir wunderbar vorbereitet, ich kann auf mehrere Ebenen auf eine Meinung eingehen. Und es geht letztendlich darum, eine Art von Beziehung herzustellen. Ich kann sagen, faktisch gehen wir von unterschiedlichen Annahmen aus. Meine sind belegbar, deine schauen wir mal. Ja. Mhm. Emotional unterstützt dich deine Meinung, die gibt dir Stabilität, das hat einen Vorteil. Meine entspricht meiner Meinung, meiner emotionalen Grundlage, weil ich stabilisiere mich über Faktenlage, das ist nun mal mein Weg. Finden wir über eine tragfähige Beziehung, dadurch, dass ich dich nicht sofort abwerte und irgendwie Scheiße finde, vielleicht zu einer anderen Form von Stabilität, wo du vielleicht bereit bist, von deiner emotionalen Krücke ein Stückchen Abstand zu nehmen und die anzuschauen, das ging ja auch anders. Ja? Das eine ist also, die emotionale, individuelle Bewertung ist dann ja sozusagen noch eine Ebene. Also das kommt ja. Das meine ich ja. Das sind ja verschiedene. Das ist genau das, was ich dem Herrn Wissenschaftler gerade sage. Ebene ist ja auch noch da. Aber was machen wir denn mit den Leuten? Es gibt die Werteebene, natürlich. Ja. Das heißt, entschuldige, wir haben zum einen kulturell verankerte Werte, wir haben aber auch individuelle, unterschiedliche Prioritäten in den Werten. Ja. Den einen ist Loyalität ganz wichtig, den anderen ist Freiheit ganz wichtig. Auch über diese Unterschiede lässt sich diskutieren. Aber erst dann, wenn mir diese Dinge klar sind, wenn mir klar ist, mein Weltbild ist aus mehreren Ebenen, Schichten, Dimensionen zusammengebaut und das hat was mit mir zu tun. Das ist nämlich genau der Punkt. Was machen wir denn mit den Leuten, die gar nicht zwischen Meinung und dem, was man belegen kann, unterscheiden können? Mit ihnen drüber reden. Ja, da muss ich das kurz, diesen Einwurf aus dem Chat reinwerfen. Nathalie Grams ist euch bekannt. Das ist nicht die, die es geschrieben hat, aber sie wird zitiert mit sinngemäß, jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung, aber es gibt keine eigenen Fakten, denn Fakten sind allgemeingültig. Und ich tue mir wahnsinnig schwer inzwischen damit, jemandem, der auf einer Ebene diskutiert, die ich als, wie soll ich sagen, die ich als naiv, kindisch, ich weiß nicht was empfinde, da dann zu sagen, okay, ich höre mir das jetzt mal an, ohne das Gesicht schon zu verziehen, dass ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht mehr. Es kommt aber auf die Person an, ob du das musst. Und den Kontext. Ja, also, aber eigentlich müsste ich... Ist das eine Facebook-Diskussion oder sitzt du mit denen an einem Tisch und ihr guckt euch in die Augen? Das stimmt natürlich. Nee, das stimmt. Möglicherweise jeden Tag beim Abendessen. nein, um Gottes Willen. Ja, also kann alles sein. Kann passieren. Aber du hast recht, ich erinnere mich an eine Diskussion, die ich... Stimmt. Das ist ein guter Hinweis tatsächlich, denn ich erinnere mich an eine Diskussion nach einem Fantastik-Autorentreffen. Da ging es eher um so Gender-Kram und so weiter. Und diese Diskussion, die hätte ich auf Facebook nicht geführt. Ich hätte sofort gesagt, was ist denn das für ein Scheiß? Und da saß ich aber da und wir hatten uns gerade beide einen Gin Tonic bestellt. Und darum haben wir das ausdiskutiert. Dann kamen dann noch zwei, drei andere Leute dazu, die wichtige Sachen dazu gesagt haben. Und es führte zu einer Art Konsens. Das hätten wir auf Facebook definitiv nicht gehabt. Florian, du hast mir letztens so eine coole Story erzählt von irgendeinem Twitter-Typ, den du nicht... Ich habe gerade dran gedacht, ich mache das nämlich sehr gerne. diese Mauern einzureißen zwischen dieser Facebook-Diskussionsebene und der persönlichen. Und ich hatte da kürzlich ein ganz besonders merkwürdiges Erlebnis. Ich wurde auf Facebook ziemlich heftig kritisiert, auf eine Weise, die ich persönlich untergriffig und unfair fand. Und habe aber gemerkt, dass in der Person, das ist kein ESO-Schwurbler, sondern der schreibt grundsätzlich vernünftige Sachen, arbeitet auch irgendwie so teilweise an irgendeiner Universität. Also ein vernünftiger Mensch. Und das hat mich massiv geärgert. Denn wenn irgendwelche Perpetuum mobile Bastler mich angreifen, das bin ich gewohnt. Das juckt mich nicht. Aber wenn intelligente Menschen mich persönlich attackieren, dann tut das ein bisschen weh. Und ich habe den dann gegoogelt. Und zufällig hat Google sofort eine Handynummer ausgespuckt von diesem Menschen.
Und da habe ich mir gedacht, ne, warum nicht? Ich rufe den jetzt an. Nein. Und habe gesagt, guten Tag, Florian Aigner, ich bin der, den Sie gerade öffentlich auf Facebook scharf attackiert haben. Können wir drüber reden? Lustige Geschichte, gar verrückt. Nicht, gar kurz. Nicht, im also, Gegenteil. Er war kurz erstaunt. Wir haben dann innerhalb von wenigen Minuten festgestellt, dass wir eigentlich ziemlich ähnlicher Meinung sind und haben dann ein sehr nettes 15 oder 20 Minuten langes Telefongespräch geführt, sind jetzt mittlerweile auf Facebook befreundet und schreiben hin und her. Alles gut. Also manchmal bringt es total viel, eine Diskussion von dieser abstrakten Internet-Ebene auf die persönliche Ebene runter zu holen. Ich habe das manchmal auch schon im Straßenverkehr probiert und bleibe dann mit dem Fahrrad stehen, wenn mich Autos anhupen. Das allerdings kann ich nicht empfehlen. Der Emotionspegel zu hoch. Aber das passt ja wunderbar zu dem, was du gesagt hast, Nana. Ja, und es ist auch so, wenn einem das, ja wunderbar, ja, ich bin gern bestätigt, es passt ja auch wunderbar zu unserem Thema. Was auch noch spannend ist, du hast das vorher angesprochen, Holm, glaube ich, wenn man es im Umfeld hat, also wenn man Menschen, die auf einmal, das ist mir jetzt auch ein paar Mal passiert, wahrscheinlich euch auch, die hat man vielleicht ein paar Monate, ein paar Wochen nicht gesehen und dann kommen die auf einmal mit irgendeiner abstrusen Meinung und, ja, und einer totalen Emotionalität daher und sind von irgendeinem Wahnsinn überzeugt. Und ich denke schon, dass es Sinn macht, wirklich one-to-one, wenn einem dieser Mensch auch nur irgendwo eine Ebene Zugang gewährt, wie das beim Florian der Fall war. Ja, der hat gemerkt, okay, da gibt es irgendwo da kann ich einhaken, ja, da gibt es eine Basis. Das zahlt sich aus und es ist zwar ein bisschen anstrengend, aber es ist notwendig, dass wir diesen Diskurs führen und dass wir mit den Menschen zu den Fragen gehen. Warum bist du so was regt dich so auf? Warum bist du so persönlich angesprochen? Mhm. Wo schwingt da dein persönlicher Hintergrund mit? Welche Information hast du? Wo hast du sie her? Wie glaubwürdig ist das? Und meistens bin ich drauf gekommen, und damit höre ich schon gleich wieder auf, liegt es daran, dass Menschen andere Menschen kennengelernt haben, die ihnen das in irgendeiner Art und Weise näher gebracht haben, die mit Beziehung verknüpft ist. Ob das jetzt eine intime Beziehung ist, ob das ein Resonanzraum, ein Chatraum im Netz ist, ob das in irgendeiner Form ein Arbeitsverhältnis ist, etc. Es geht also um Stabilisierung über Beziehungen. Und das kann man nur mit Beziehung leveln, ja. Man kann manchmal Leuten auch auf emotionaler Ebene Recht geben, auch wenn man faktisch unterschiedlicher Meinung ist. Super wichtig. Beziehung kann man aufrechterhalten. Und super wichtig. Ja, zum Beispiel, wenn Leute zu mir kommen und sagen, das mit Corona ist doch alles Mist, denn es ist eine riesengroße Zumutung der Regierung, unser Privatleben einzuschränken. Dann muss ich sagen, ja, das ist wahr. Und in Deutschland ist das auch ganz gut kommuniziert worden zu Beginn, in Österreich weniger. Da hieß es tatsächlich, ja, es ist eine Zumutung. Es ist eigentlich eine Unverschämtheit der Politik, in persönliche Freiheitsrechte einzugreifen. Und natürlich wird in persönliche Freiheitsrechte eingegriffen. Ja? Nur kann es trotzdem sein, dass das halt das geringere Übel ist und dass es sein muss. Und ich glaube, das Alexa, ist auch ganz wichtig, auch wenn man wissenschaftlich vollkommen davon überzeugt ist, das ist faktisch korrekt, dass man sagt, ja, aber obwohl es faktisch korrekt ist, gebe ich dir recht, es ist eine Zumutung, es tut weh, es ist eigentlich zutiefst unerfreulich. Alexa? Ich finde das ein ganz wunderbarer Ansatz, der ganz, ganz wichtig ist. Ich habe nur eine Frage an Nana und auch an euch anderen. Würdet ihr das auch mit Menschen tun, die politisch sehr, 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 sehr weit rechts stehen? Euch da versuchen, eine Verbindung irgendwie herzustellen und dann die anzufangen. Nana schon, aber ich nicht. Es kommt darauf an, ob man eine Ebene hat, wo man es gibt ja Menschen, die driften nach rechts. Das ist nicht, die sind nicht die Drifter. Ich glaube, Alexa meint, ich bin schon so eher die Vollnazis. Also, genau. Ich könnte nämlich nicht vorstellen, wo dieser Ansatzpunkt sein soll und was Gemeinsames sein soll, aber wenn man genug Zeit und Energie hat, kann man es ja mal versuchen. Ja, genau, der Ansatzpunkt ist es. Wo ist denn da noch ein Türchen? Martin, du siehst aus, entweder als würdest du dauernd deine Nase sehen oder als würdest du über was nachdenken. Nein, ich habe genau über deine Frage nachgedacht. Und? Nö, die sollen sich verzupfen. Habe ich in der Sendung, Tommy, das Telekom-Gespräch, mit der, wo ich meine Leitung umstelle, habe ich das hier schon mal erörtert, weil das passt. Nee, das hast du nur im Chat erwähnt. Genau. Ich kann dazu, weil das eine schöne Überleitung ist, kann ich ganz kurz wieder mal Herrn Niedlich zitieren, der schreibt, mein Bruder war ein halbes Jahr weg und schwärmte danach von Rosenkohl. Ich habe den Kontakt abgebrochen. Jetzt du. Na, ich mag ja gerne Rosenkohl inzwischen. Aber auch das ändert sich im Leben. Ich habe das als Kind gehasst. Ja, verrückt. Ich mag das immer noch. Eine
Ja, als alter, nee. Ja. Also ich Nazis glaub, und Rosenkohl. Bei Rosenkohl ja. Müssen wir Klarheit da läuft die harte Grenze. Genau. Alexander, aber ich habe erzähl die Geschichte. Erzähl genau, ich habe nämlich kürzlich meine Internetleitung umgestellt, weil ich gedacht habe, jetzt muss ich mal schöneres Internet haben, wenn ich jetzt ständig diese Internet-Gaudi hier mache, damit das gut funktioniert. Und habe dann in Deutschland bei der Telekom, da bin ich Kunde angerufen, das ist jetzt keine Werbung. Und während des Gespräches mit der furchtbar netten Telekom-Mitarbeiterin stellt sich raus, dass wir beide im Homeoffice arbeiten. Und irgendwann sagte sie dann den Satz, ja, wissen Sie, aber auch mit der ganzen Corona-Pandemie, ich weiß gar nicht, ob das alles so schlimm ist. Und dann habe ich für eine Sekunde überlegt und habe gedacht, was machst du jetzt? Machst du jetzt weiter und willst einen schönen Telefonanschluss haben oder argumentierst du? Du willst doch nicht nochmal in diese elende Schleife, wo man dauernd düt auswählen und muss. Und das Ding war, dass dann am Ende, ich mache das einfach kurz, dieses Gespräch weit über eine halbe Stunde gedauert hat und quasi ich mich furchtbar nett mit der Dame unterhalte. Wenn ich die Maske aufsetze, ich kriege nach 10 Minuten keine Luft mehr. Und dann habe ich zu ihr gesagt, wissen Sie, jetzt reden Sie nicht nur mit dem Kunden, sondern auch mit dem Psychologen. Kann es denn eventuell sein, dass Sie sich auch innerlich gegen diese Maske wehren und dass das beschleunigt? Ich sage, ich mache die Maske auch nicht. Mich nervt das unfassbar, eine Maske aufzuhaben, aber das nützt ja nichts. Und cool finde ich das auch nicht. Ja, das kann schon sein. Dann hustete sie. Und dann habe ich gesagt, kann es sein, dass Sie rauchen? Und sagt sie, ja, ich rauche viel zu viel. Und dann habe ich gesagt, das könnte ja auch eventuell, ja, ich weiß das ja selber, ja, vielleicht kommt das daher. Aber ich kenne keinen, der das gehabt hat oder daran gestorben ist. Und dann habe ich gesagt, naja, wissen Sie, ich arbeite an einem Uniklinikum, ich weiß, dass da Menschen beatmet worden sind. Und über zwei Ecken kenne ich einen 55-jährigen Arzt, der an Covid-19 verstorben ist. Und der hatte keine Vorerkrankung. Der war auch Arzt, der hat auch gesund gelebt und ist trotzdem verstorben. Und das war ein furchtbar interessantes Gespräch, weil das auf so einer ganz persönlichen, emotionalen Ebene geblieben ist. Und er sagt, irgendwie, jetzt haben Sie mir unglaublich viel zum Denken gegeben. Und dann ist das Gespräch geendet. Da habe ich gesagt, Sie haben ja meinen Namen, gucken Sie mal ins Netz, was ich so treibe. Vielleicht interessiert Sie noch der andere Kram, den ich so mache. Und dann sagt sie, das gucke ich mir nachher an. Wenn ich Feierabend habe, gucke ich mir das an. Und das ist der Punkt. Großartig. Wenn das jemand auf Facebook gewesen wäre, oder auf, noch genau. Schlimmer auf Twitter, 281 Zeichen, hätte es diesen Diskurs, das war ein Diskurs übrigens, also mal ein Beispiel, nie gegeben. Aber in dem Moment, wo die Stimme war und so eine grundsätzliche Sympathie kam und offensichtlich wollte sie ja auch ihr Weltbild ein bisschen abgleichen und da Alexander, dann nicht reinzuhacken. Es ist auch so, Alexander, du musst offensichtlich Erfolg gehabt haben, denn du hast immer noch Internet. Ja, und schnelles Internet, das ist viel besser als vorher. Also was der Erzähler, ktunk. Das tut mir jetzt leid, da kommt in 3 Wochen ein Techniker. Ja. Zwischen dem 1. und 15. Oktober zwischen 8 und 23 Uhr jeden Tag. Müssen Sie mal so sagen. Aber hätte ja, passieren können. Also das, da, ich glaube, da sind wir uns einig, dass wenn man irgendwie eine Art von Einflugschneise in einen Menschen noch hat und man sich die Zeit nimmt und mit dem redet und ihn emotional abholt, also das mit dem emotional abholen, das geht auch auf Facebook und Co., finde ich. Also da habe ich ein paar Beispiele schon gehabt, wo ich wirklich auch dann wirklich auch mit kurz durchgeatmet habe und mir gedacht habe, naja, wenn ich jetzt nur den Satz nehme, das ist doch gerade alles eine dermaßene Scheiße, ich kann nicht mehr auftreten, ich drehe gleich durch, wo ich sagen kann, ja, das verstehe ich. Ich verstehe die Konsequenz nicht, die du dann in deinem Hirn daraus machst und bla 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 und so weiter und so fort. Aber das verstehe ich total. Ja, klar. Gibt es gar keine Diskussion. Und da haben wir dann wieder den Unterschied zwischen Meinung und Fakten. Meine Meinung ist, dass diese Maßnahmen furchtbar unangenehm sind und wirtschaftlich belastend und auch sozial sehr belastend. Das ist meine Meinung, die ist völlig legitim, aber die Faktenlage spricht eben leider dafür, dass das notwendig ist, das zu tun. Das ist das große Problem, was man da in der Vermittlung dann einfach hat, wenn man sich das antut. Jetzt sind wir natürlich an der Stelle, wir sind jetzt mit den Fake News irgendwie bei uns angekommen und in unseren Hirnen, höchst unangenehm. Ich hatte ja so ein bisschen gehofft, dass wir ein bisschen mehr entspannt mit Fingern auf andere zeigen können, die bei RT Deutsch und der Putin und so weiter und so fort. Jetzt ist das plötzlich hier bei mir gelandet. Was ist das für eine Scheiße? Die Hitler-Tagebücher. Ja, die Hitler-Tagebücher. Ja, also, klassisches Beispiel von Fake News. Also das haben wir jetzt tatsächlich auch noch gar nicht so wirklich besprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass es aber trotzdem hilfreich wäre, da mal, also das, da gucke ich so in Berns und Holms Richtung so ein bisschen. Wo kommen die her, wie werden die generiert, was haben die, was ist da mit der Verbreitung, warum, zum Beispiel, also RT Deutsch, das sollte man vielleicht einmal klar sagen, Holm, das hattest du dich schon mal gemeldet, was ist denn das eigentlich? Gut, also ganz RT praktisch. Deutsch zunächst mal, RT Deutsch ist sozusagen das Gegenstück dazu, oder was heißt, also sehr, sehr ähnlich aufgestellt für ein bisschen jüngeres Publikum ist Sputnik News. Das sind Online-Kanäle,
Kanäle, also die sowohl Text als auch Video produzieren, ursprünglich mal hervorgegangen aus dem Umfeld dieses klassischen Propaganda-Radios, sind Kanäle, die von der russischen Regierung oder sehr regierungsnahen Kreisen da finanziert werden und die im Prinzip Putin-treue Propaganda verbreiten. Und da gibt's, ich weiß nicht, ob wir es hier auch schon mal hatten, es gibt eine ganz spannende Untersuchung dazu, da hat sich jemand die chinesische und die russische Auslandspropaganda angesehen, aha, die mit relativ ähnlichem Aufwand betrieben werden, und hat sich dann die Twitter-Reichweite, also hauptsächlich, wie häufig wird das retweetet, angeguckt und hat festgestellt, also der Aufwand, den die da reinstecken, ist ähnlich, aber während die chinesische Auslandspropaganda im Wesentlichen darauf ausgestellt ist, die chinesische Regierung in ein gutes Licht zu setzen, ist die russische Auslandspropaganda im Wesentlichen darauf aufgestellt, die westlichen Regierungen in ein schlechtes Licht zu setzen. Das heißt, auf RT-Deutsch geht es ganz, ganz viel nicht um Russland, sondern ganz Nachrichten aus Deutschland, aus den USA, in den USA über Deutschland, in Deutschland über die USA und so weiter. Und letztlich einfach einen Vertrauensverlust in die Demokratie herzustellen. Das haben sie ja geschafft. Man muss aber auch sagen, wenn wir da das Thema heute Fake News ist, wenn ich von den typischen Fake-News-Schleudern, also wirklich Seiten, die tatsächlich falsche Informationen, Desinformationen verbreiten, ausgehe, ist für mich da RT Deutsch nicht auf den vorderen Plätzen. Ja. RT Deutsch hat eine ganz merkwürdige Art, mit Informationen umzugehen. Also was ganz typisch ist, ist ein, das habe ich jetzt nicht auf RT Deutsch, sondern auf der englischen Seite gefunden, ein Fall, wo berichtet wird über Marat Safin und wo es um Verschwörungsglauben von Marat Safin geht. Und es wird gesagt, also Marat Safin, der ehemalige Tennisspieler, hat gesagt, ja, also diese Impfungen, das ist alles dafür da, den Leuten irgendwelche Mikrochips zu implantieren. Und da schreiben die darüber und schreiben, Marat Safin verbreitet diese merkwürdige Verschwörungstheorie. RT Deutsch? Russia Today, also RT.com, ja. die englische Version. Ja. Auf RT Deutsch habe ich das jetzt nicht gefunden. Ja, okay. Mhm. Der verbreitet diese merkwürdige Verschwörungstheorie. Und dann kommt so in den weiteren Informationen so, naja, der Safin ist eigentlich ein ganz cooler Typ und der ist Abgeordneter der Duma, ist in der Partei von Präsident Putin und hat ganz, ganz viele Fans und ist Tennisspieler und so weiter. Und also genau so eine Geschichte. Was da ist denn da die Stoßrichtung? Ich verstehe irgendwie gar nicht, was das bringen soll. Es gibt Verwirrung. Ja, es ist Verwirrung. Ja, es wird gesagt, es ist eine Verschwörungstheorie. Und dann kommt aber vielleicht, also ist der Rest dann aber so formuliert, dass jemand, der das glauben will, genügend Gründe findet, es doch zu glauben. Sie schreiben, das voneinander aufzuhalten, sie schreiben ihm Authentizität rein. Das heißt, genau. Sie benennen es als Verschwörungsmythos, aber sie schreiben dieser Person dann Authentizität rein. Sie machen sich selbst glaubwürdig, indem sie diese zwei Schienen gleichzeitig bedienen. Genau. Exakt. Genau. Zum Thema Destabilisierung, ihr habt es sicher in anderen Sendungen schon tausendmal gesagt, aber das, was der Unterschied ist, auch zwischen chinesischer und russischer Propaganda oder beziehungsweise zwischen demokratiedestabilisierenden und selbstverherrlichenden Ansätzen, ist der Einsatz von negativer Emotion. Und was immer uns stresst, also Angst, Wut, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Misstrauen sehen etc., was immer uns stresst und auch wirklich andockt an den Emotionen, bringt unsere Gehirnfunktion einfach anders zu funktionieren. Ja, und wir gehen dann in Fight-or-Flight-Modus und wir sind dann einfach völlig leichter handelbar. Das habt ihr sicher schon oft besprochen. Textbook, Desinformation, Propaganda, wenn ein Spaltpilz da ist, wenn du irgendwo ansetzen kannst, einen Hebel, dann kannst du den Spalt in der Gesellschaft. In Asterix, der grünen Sprechblase. Es kommt noch ein Faktor dazu bei denen. Und zwar hatte ich mir von einer Bekannten, die aus Russland stammt, mit der hatte ich mir so ein bisschen geschrieben über sowas und die schrieb mir dann, ja, und du machst dir diese ganzen Verschwörungsgeschichten in Deutschland, du müsstest mal gucken, was da in Russland abgeht. Und ich so, du, schreib mir doch mal, was da in Russland abgeht. Und dann stellte ich irgendwie fest, dass relativ vieles von dem, was auf RT und RT Deutsch auftaucht, Dinge sind, die sich nicht aus den Fingern gesogen haben, sondern die gehen als Gerüchte und als Geschichten in der russischen Öffentlichkeit genauso rum. Und zwar teilweise schon offensichtlich schon vorher. Also die greifen teilweise auch Dinge auf, die ganz normal in Russland als Gerüchte rumgehen und bringen die zu uns weiter.
Oh, um sich selbst zu stärken, ist ja klar, dann wird das ja, also und so ein bisschen runtergemacht, oder? Ist das, ja, also das, ja, aber das ist so die also das sind nicht die Leute, die sich böse Verschwörungen ausdenken und als Fakten präsentieren. Mhm. Das meinte ich so ein bisschen. Die gibt's auch, das sind andere. Ja, Bernd, ja. Die gibt's auch. Und wie ist das denn, wie ordnet man denn Leute wie diesen, wie heißt der, Ivo Sasek ein, die ja auch Desinformation betreiben? Was ist denn da? Das hat im Grunde genau, hallo, hört man? Ja. Ja, im Grunde genau dieselbe Stoßrichtung, was Holm jetzt im politischen Bereich gesagt hat. Wir hatten ja die Aussteigerin beim Skeptical da, die solche Filme für Klagemauer TV produziert hat und die gesagt hat, diese Filmchen über 5G, Impfungen, Amokläufe, Corona, hat nur den Sinn, die Leute zu verwirren, den Staat als böse hinzustellen. Wir werden belogen, wir werden betrogen. Und das ist, Nana hat eben schon gesagt, Leute, denen man erstmal Angst gemacht hat, kann man dann die Mittel dagegen verkaufen. Und bei Ivo Sasek ist das Mittel halt dagegen, dass der wohl ernsthaft so etwas wie einen fundamentalistischen Gottesstaat anstrebt. Und bei diesen politischen Stoßrichtungen würde das wohl, denke ich mal, scharf nach rechts oder autokratische Regierung gehen, genau. So, was wir uns aber auch vor Augen führen sollten, ist, dass diese Fake News, auch Propaganda, auch wenn sie ganz gezielt, strategisch und in großem Maße betrieben wird, nicht in der Lage ist, Menschen sozusagen einer Gehirnwäsche zu unterziehen. Sie ist immer nur in der Lage, das auszunutzen, was ohnehin an Konflikten und an negativen Emotionen in der Gesellschaft vorhanden ist. Das sieht man ja auch an solchen Kampagnen wie Anti-EU-Kampagnen jetzt vor dem Brexit und so weiter. Das sind natürlich groß angelegte Aktionen, hinter denen auch wahnsinnig viel Geld steckt und wahnsinnig viele einflussreiche Leute stecken. Aber sie nutzen eben das aus, was an Unzufriedenheit und vielleicht auch schon Gerüchten und falschen Informationen ohnehin schon da ist und verstärken das noch. Also darauf wäre ich auch noch gekommen als Fazit. Das ergibt sich aber auch praktisch aus all dem, was wir jetzt die letzten 60 Minuten besprochen haben. Also ich habe eben gesagt, es gibt einen relativ, Tommy hat gesagt, es ist ein bisschen befremdliches Studienergebnis, dass es eigentlich eher ein Problem von Älteren ist. Zweites Studienergebnis, das mir bekannt ist, Nana wird es besser wissen, ist genau das, was Alexa jetzt gesagt hat, dass die Gefahren, also zumindest im politischen Bereich, ich rede jetzt nicht von so Corona-Sachen, dass die Gefahren von Fake News im politischen Bereich tatsächlich, also man hat es untersucht beim amerikanischen Wahlkampf 2016, dass es genauso ist, was Alexa sagt, man sollte die Gefahr auch nicht überschätzen. Und das geht ja aus dem hervor, was ihr die ganze Zeit gesagt habt. Wir haben gesprochen über den Bestätigungsfehler, wir haben darüber gesprochen, dass Leute ungern was hören, was ihrer eigenen Meinung widerspricht. Und das führt ja eigentlich schon dahin, dass Fake News sind meinungsverstärkend. Aber jemand, der sein ganzes Leben lang CDU gewählt hat, den werde ich mit keiner Falschmeldung über Merkel dazu bringen können, plötzlich was anderes zu machen. Also so einfach funktioniert das nicht. Nein. Das ist aber auch kein neues Phänomen. Das hat mich so fasziniert. Ich habe letztens einen Podcast gehört, ich glaube, es war irgendein Geschichtsding, wo es darum gegangen ist, was die Religionen so in Zeiten der Pest aufgeführt haben. Und da haben sie so eine coole Anekdote erzählt. Und zwar, da gibt es scheinbar Untersuchungen, die sich das angeschaut haben. Und es war so, dass zu Zeiten der Pest in vielen Gegenden sind halt so Gerüchte verbreitet worden, dass die Juden schuld sind. Also wie bei jeder Krise, irgendwer fängt an zu sagen, die Juden sind schuld. Und das war damals auch so. Und da sind dann auch Leute gegen die vorgegangen. Also die wurden dann in Teilen vertrieben und weiß Gott was alles. Aber da, wo man am stärksten gegen sie vorgegangen ist, das waren nicht die Regionen, wo die Pest am härtesten zugeschlagen hat, sondern es waren die Regionen, wo im Vorhinein die Leute schon eher ein bisschen Probleme mit den Juden gehabt haben. Mhm. Das heißt, da wurden die Fake News, so wie ihr jetzt auch alle bestätigt habt, sie haben einfach das bekräftigt, was schon da war, anstatt eigentlich den Zusammenhang herzustellen, wie er nahegelegt wurde durch die Fake News. Und das ist scheinbar schon Jahrhunderte alt, dass das
Nana? Immer so abläuft. Nur ganz kurz, jetzt würde wunderbar dazu passen, dass die EU an allem schuld ist, um diese Klammer zu schließen, die wir am Anfang aufgemacht haben. Alexa, du hast das auch schon versucht, mal kurz jetzt einzubauen, Brexit etc., EU ist an allem schuld. Die spannende Geschichte ist, falls es jemanden interessiert, es gibt eine Menge Fake News zum Thema EU, die im Umlauf sind, die kann man sich anschauen und auch Informationen, nicht nur über die Desinformation gewinnen, sondern auch Maßnahmen zur Bekämpfung gegen Desinformation, sich da informieren oder wie man zum Beispiel mit Bots umgeht oder wie man mit den eigenen Twitter, Instagram, Facebook-Profilen umgeht, um zu schauen, wer targetet einen denn eigentlich. Da gibt es eine schöne Homepage, die heißt eufake.news. Die kann ich. Da gibt es eine ganze Ferngesprächssendung bald dazu. Oh, also wunderbar. Gibt es auch. Gut. Aber EU-spezifisch, also wirklich EU-Mythen. Was glaubt ihr, warum, toll, woher könnte es kommen, dass die EU so ein dankbares Fass für Verschwörungsmythen ist? Ist es das Abstrakte? Weil ein Virus ist was Abstraktes, das ich nicht sehen kann. Die EU ist was Abstraktes, das ich nicht sehen kann. Es ist aber auch die Medienkommunikation, also dass von den nationalen Politikern immer wieder alles, was irgendwie ein bisschen mühsam ist zum Umsetzen, auf die EU geschoben wird, die da oben, wobei ja irgendwie wir wissen, dass alle Mitgliedsländer gemeinsam die EU sind, aber das wird nicht so kommuniziert. Also ich glaube, die Bereitschaft, so etwas zu glauben, wurde schon über Jahre hinweg geschürt, auch in medialer und politischer Kommunikation, die da sind schuld an allem, was mühsam ist. Weil es auch was Militäres hat und man dem Militär... Ja, und vielleicht, weil nicht genug emotional auch über die EU berichtet wird. Also nicht. Es übersetzt ja niemand die Europa und deswegen braucht es ja uns. Ja. Ich möchte übrigens auch noch auf eine zweite Seite verweisen. EU-handelt.jetzt heißt die. Da kann man sich übrigens anschauen, was genau in der EU zum Thema Corona-Krisenreaktion alles getan wird, auch mit einer langen Zeitleiste, falls es jemand interessiert. Ich habe es hiermit gesagt. Ich glaube, darüber gibt es doch keine Sendung, oder? Nee, darüber gibt es keine Sendung. Und es ist tatsächlich so, dass auch bei mir das, also außer jetzt diese Geschichten, Gott, jetzt habe ich es vergessen, wie hieß es, diese großen EU-Happenings? Rede zur Lage der Nation? Ja, die Demos. Ach, die Pro-EU-Demos. Ja, wie heißen die? Die sind noch nicht so lange her. Ich stand auf einer Bühne da. Genau. Wie hieß sie? Meine Güte. Ich denke immer Friday for EU, aber wir. Aber so, es geht, also thematisch geht es in die Richtung, aber wie heißt irgendwas auf Europe. Pulse of Europe. Pulse of Europe, danke Holm. Dankeschön. Das hätte mich wahnsinnig gemacht. Gut, dass wir dich haben. Ja, ansonsten schwierig, alle aber einmal. Dafür war es jetzt wirklich. Nee, ich war schon bei Bounce of Europe. Bounce. Natürlich, Pulse of Europe. Das war etwas, das hat mir total gefallen, weil natürlich war es. Wie soll ich sagen, es wurden viele Dinge zusammengefasst, einfacher gemacht, aber manchmal ist das halt einfach schön. Ich war da zusammen mit dem Wiegald in München auf einer Bühne und wir haben einfach gesagt, ja, EU ist grundsätzlich toll, Europa ist grundsätzlich toll, aber natürlich muss man viel kritisieren und besser machen, aber es ist was die Idee, Gutes. Die europäische Idee. Aber das ist auch so, also so alte Knochen wie wir, die wissen ja auch noch, wie es früher war. Also ich war vor einiger Zeit in Dänemark auf einer PhD-School mit ganz vielen jungen dänischen... Einer was? PhD-School? PhD School. Genau. Weiter. Das ist jetzt auch. Ich war auf einer universitären Veranstaltung in Dänemark, entschuldige bitte, so, und habe auch viele junge dänische Forscherinnen und Forscher kennengelernt, die alle ungefähr, also ungelogen 15 bis 20 Jahre jünger waren als ich. Und habe dann so ein bisschen darüber berichtet, wie befremdlich es für mich war, im Zug nach Dänemark kontrolliert zu werden, dass ich meinen Ausweis zeigen musste, dass es Grenzer gab, die in den Zug kamen, das war alles noch vor der Corona-Zeit. Und dann habe ich denen beschrieben, dass ich das einfach großartig finde, inzwischen in der EU zu leben, wo ich mich ins Auto setze und einfach durch zig Länder fahren kann und es interessiert keinen Menschen, dass ich diese Grenzen wechsle, weil ich aus einer Zeit komme, wo nicht nur mein eigenes Land so sehr geteilt war, dass ich wahrscheinlich Probleme gehabt hätte, in den anderen Teil meines Landes zu kommen, sondern auch an jeder Grenze Schlangen waren, da musste man den Ausweis dabei haben, dann musste man lästigerweise ständig das Geld wechseln, das durfte ich denen jetzt nicht so laut erzählen, das hatte ich nur gedacht, aber also das ist ja alles weg und das ist so großartig, aber super. Viele, die das nie kennengelernt haben, dass das mal alles anders war und was das auch ein Maß von Frieden und Freiheit bewirkt hat, die EU, das muss man immer erzählen. Das sind dann immer schon so Geschichten wie, guck mal, der redet von vor dem Krieg damals, als man 30 Kilometer... Nackt durch den Schnee zur Schule gehen musste, 30 Kilometer, weil man keine Schuhe sich leisten konnte. Nackt nur mit Schuhen. Nackt nur mit Schuhen, genau. Und dann kommen, was mich auch immer sehr triggert, das ist tatsächlich diese Kassetten- und Stifthochhalter.
die dann sagen, weißt du, wie wir früher noch gelitten haben, weißt du, was das ist? Ja. Ja. Die meisten Stifte passen gar nicht in die Kassettenhülle. Ja, das ist eine ganz, lass ganz uns andere, bitte nicht jetzt. Ganz andere Geschichte. Lass uns nicht, und also eine Sache, die auch für mich in die Richtung Fake News geht, oder ist das Propaganda, ich kann es gar nicht auseinanderhalten, wirklich, ist, es fuhr doch durch London dieser Bus mit dieser riesigen Zahl drauf, wo es hieß, das Geld bekommen wir zurück, wenn wir aus der EU austreten. Und das war Bullshit. Und das Krasse ist, dass schon damals, während dieser Bus fuhr, habe ich zumindest auf Twitter in meiner Filterblase sehr sachliche Leute gelesen, die gesagt haben, aber das ist doch Unsinn, das wird nicht funktionieren. Und da, jetzt zu lesen, dass Leute dann danach sagen, das hat ja gar nicht gestimmt, das finde ich unglaublich. Das muss ich doch in Frage stellen. Ich muss doch, wenn da ein Bus fährt, auf dem so eine Zahl steht, das darf ich doch eigentlich gar nicht glauben. Aber auch das ist doch nachvollziehbar. Also das British Empire, was plötzlich Teil war selber einer EU und so ein bisschen ungeliebt und so richtig mitspielen wollten sie ja auch nicht. Und dann kommt jemand und sagt, wisst ihr was, das ist auch alles Bullshit. Wenn wir da austreten, dann kommen wieder die gebratenen Tauben und dann werden wir richtig, das ist genau diese Emotionen, diese Vorbehalte, da haben viele Leute gesagt, ja, vielleicht stimmt das nicht, aber selbstständig sein ist vielleicht doch cooler. Und jetzt gerade kristallisiert sich heraus, dass das eben gerade nicht cool ist, wenn neue Verträge geschlossen werden müssen, wenn man nicht mehr frei handeln kann, wenn das eine EU-Außengrenze ist, unfassbar für den Handel. Wenn es in Irland wieder Probleme gibt, die es also, sonst nicht. Ja, es ist noch eine andere Sache, die mir vor kurzem aufgefallen ist, die jetzt eher in Richtung Fake News zu dem Typen rüber zeigt. Und zwar wurde da ein totaler Trump-Supporter interviewt zu dem Thema, was sagen Sie denn dazu, wenn der Trump jetzt dann Leuten, die, wie ist das englische Wort dafür, wenn jemand von Geburt an irgendwelche Einschränkungen hat? Also irgendeine Art von Behinderung, wenn diesen Menschen jetzt die Unterstützung, die finanzielle Unterstützung weggenommen wird, was halten Sie denn davon? Und der sagte, ach, das macht er doch nicht. Ach, das macht er, das sagt er nur, das macht er gar nicht. Und das fand ich nochmal eine ganz eigene Qualität. Wo kommt das denn her? Ich meine, dieser Typ, der Trump, der, es ist doch offensichtlich, dass er auf jeden Fall alles das versuchen wird. Wie kann man denn da unterstellen, dass der das nicht macht? Weil das ist ja menschlich total daneben. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ausblenden von unliebsamer Möglichkeit oder Wirklichkeit zur Bestätigung der eigenen Meinung. Wow, aber da hat man schon wirklich ganz was drauf. Auflösen von kognitiver Dissonanz. Also Auflösen von kognitiver Dissonanz. Genau, also Trump super gut finden, das heißt, jemand, der super gut ist, der kann ja nicht etwas moralisch total Verwerfliches machen. Wie und er dauernd macht, Kinder in Käfige sperren und so. So, na gut, Obama hat jetzt auch Guantanamo nicht abgeschaltet, also, aber lass uns mal jetzt bei dem Beispiel bleiben. Also ne, ich finde ihn super gut und gleichzeitig macht er jetzt aber etwas, was Menschen wahrscheinlich das komplette Leben versauen wird. Das passt nicht zusammen. Mhm. Das muss ich jetzt auflösen. Das fühlt sich richtig doof für mich an. Und dann hast du verschiedene Möglichkeiten und die Situation, die du beschreibst, die einfachste Möglichkeit ist zu sagen, das ist jetzt Politik, aber das macht er nicht. Und dann ist das sofort für dich wieder aufgelöst und das kannst du dir schön reden. Also man kann sich Dinge schön trinken, aber naja, man kann sich schön reden. In seinem Twitter-Gewitter von neulich sagt er ja auch, dass er allen sozusagen die komplette Healthcare irgendwie zuführen wird. Also an anderen Stellen lügt er dann ja wieder wie gedruckt und sagt irgendwie Healthcare für alle. Also, ich glaube, der hat nur ein Problem damit, dass das Ding Obamacare heißt und deswegen hasst er es. Ganz einfach. Es ist aber auch also eigentlich die typische Logik von Trumpscher Rhetorik. Wenn dir was nicht passt, streitest du es einfach ab. Also das macht der ja auch so. Warum soll ich das als Trump-Anhänger dann nicht auch so machen? Also der Meister gelernt. Nicht, ja. Ja, das ist überhaupt nochmal ein interessanter Punkt. Da haben wir noch gar nicht so drüber gesprochen, dass jemand wie Trump ja einer derjenigen ist, der den Begriff Fake News noch fast am häufigsten in den Mund nimmt. Ne? Ja, das also ist eine Ironie. Jeder zweite Tweet ist Fake halt News. Irgendwie Lamestream-Media, Fake News-Media. Er wollte mal irgendwann in der Frühzeit seiner Amtszeit einen Fake News-Award vergeben, den dann CNN gekriegt hätte. Und er hat echt dafür gesorgt, dass die Leute bei CNN Morddrohungen bekommen und echte Probleme mit Leuten, die dahin
hinmarschieren und da mit Waffen erstmal aufräumen wollen. Auch das ist ein ganz interessanter Aspekt, dass wir wirklich so eine Vorzeichenumkehr erleben. Die AfD-Leute sagen, dass wir hier sozusagen die aufklären wollen, Desinformationen betreiben, die von Merkel gesteuert wird. Trump sagt irgendwie, alles, was CNN ist, überhaupt alles, was mir auch nur im geringsten widerspricht, das ist Fake News und nur was ich sage, ist eben so die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Das ist ja auch etwas, was in der Strategie ein ganz zentraler Punkt ist. Ne? Wenn ich will, dass die Leute den Medien misstrauen und dass sie mir aber glauben, dann muss ich eben auch diese Begriffe kapern, ja, für mich vereinnahmen und dann auch möglichst oft benutzen, damit es den Leuten im Gedächtnis und bleibt. Und es zeigt, wie extrem fragil Demokratie ist, wenn Leute sie nicht ausüben. Wenn Leute erstaunlich. Das hätte ich nie gedacht. Wart ihr auch so am Anfang drauf, dass ihr gedacht habt, na gut, der Trump, da sind so viele Leute um den rum, der kann ja gar nichts ausrichten. Nein, das habe ich nie gedacht. Hast du nie gedacht? Das ehrt dich. Ich habe mir gedacht, das kann nicht sein. Dann gab es auch Leute, die gesagt haben, dann knallen sie den halt ab irgendwie, CIA, keine Ahnung was. All diese Gedanken, Bernd, du nickst. Und nichts davon ist passiert, denn wenn die Demokratie nicht wehrhaft ist und wenn die Demokratie es zulässt, also die Menschen, die Demokratie letztlich ausüben und auch die ganzen Senatoren und in dem Fall jetzt vor allem die Republikaner, dann ist die Demokratie sehr leicht aushöhlbar. Man muss Demokratie wollen, sonst geht es nicht. Ja, und das ist ja auch was hierzulande immanent wichtig ist, weil ganz viele Leute das Gefühl haben, Demokratie ist, wenn nichts mehr passiert, wenn nichts vorwärts geht, wenn ich das Gefühl habe, ich bin total machtlos, habe kein Mitspracherecht. Und wie absurd das ist, weil jeder einzelne Bürger die Möglichkeit hat, mitzubestimmen. Man muss es nur tun. Man darf nicht das Gefühl haben, meine Stimme zählt nicht und es ist eh alles egal. In dem Augenblick, wo ich das Gefühl habe, da wird es richtig übel, denn dann funktioniert es halt nicht mehr, wie du gesagt hast, Tommy. Da kommt wieder die Frage nach der Wahl ins Spiel. In Zeiten von Unsicherheit gehe ich in den Regress oder in den Progress. Also ziehe ich mich zurück und übergebe die Verantwortung an Autoritäre, an starke Männer, an irgendwie Systeme, die mir das Alte und das Gute und das Schöne und sonst was versprechen, alles bloß das Wahre nicht geben. Oder gehe ich in den Progress und der ist mühsam, der ist Verhandlungssache, der ist ein Austauschen und ein ständiges Miteinander. Ja, das ist die Entscheidung, die wir alle treffen. Ja klar, also in dem Zusammenhang möchte ich nochmal sagen, also ich, das soll natürlich jetzt nicht so enden, dass wir Fake News verharmlosen wollen. Also diese beiden Studien, die ich genannt habe, das hat Martin ja, glaube ich, gesagt, Fake News bewirken keine Gehirnwäsche. Das ist richtig. Also auch, ob Fake News Wahlen wirklich entscheiden können, ist sehr, sehr umstritten. Aber trotzdem ist das Thema natürlich nicht harmlos, sonst würden wir nicht hier sitzen. Nämlich, das sind genau die Punkte, die Alexa oder du, Tommy, jetzt gesagt hast. Natürlich allein diese Radikalisierungsfunktion ist ja schlimm genug. Allein dadurch, dass Leute immer wütender werden, immer verängstigter, immer verärgerter. Allein das hat natürlich reale Konsequenzen. Ja, hier schreibt Sodeberg62 ganz pragmatisch. Es ist manchmal so schön, dieser Chat. Oft, er ist eigentlich immer schön, aber manchmal noch dazu treffend. Demokratie ist halt anstrengend. Sehr schön. Ja, ja. Flop, ja. Richtig. Das ist es. Und das andere ist einfach, dass ich sage, ja, der Trump sagt einfach Fake News und dann ist alles klar. Das ist einfach. Schwierig ist es, diese elenden Kompromisse, mich nervt. Ich bin wirklich einer der Menschen, glaube ich, die am schlechtesten Kompromisse aushalten. Also gerade im beruflich-künstlerischen, ich kann es einfach nicht. Ich konnte es noch nie. Ich habe es immer gehasst. Kann ich bestätigen, ja, das ist schrecklich. Ja, ja, es geht bei mir. Mit dir. Ja, das ist unglaublich. Ja, wir können uns auch nicht auf 50%, es geht nicht. Nee. Aber ich sehe trotzdem ein, dass das in der Politik nötig ist und dass es richtig ist. Und das ist wirklich etwas, was mich manchmal innerlich zerreißt, weil ich es viel toller fände, manchmal in so einfachen Schwarz-Weiß-Momenten einfach dann zu sagen, so, ich bin jetzt der König von Deutschland, jetzt tragt ihr alle diese Masken, ihr Vollidioten. Ja, und dann merke ich natürlich, nee, falsch. Schade, aber falsch. Und das ist aber auch ein Problem, dass du ja inzwischen dahin kommst. Auch das ist natürlich unsere Informationsgesellschaft. Vor einer Wahl, also egal, welche Person, welcher Partei gewählt werden soll, wer nur lange genug sucht, findet irgendeine Schweinerei, die diese Person gemacht hat. Und dann heißt es, den kannst du doch nicht wählen. Und wenn ich mir meine Twitter-Timeline eines Tages angucke, kommt bei mir der Schluss raus, ich kann überhaupt nie wieder wählen gehen, weil entweder, also Teufel oder blöd. Egal was ich mache, es kann nur bergab gehen. Und das ist so diese,
ich mag dieses Wort, ich finde das ganz schlimm, diese Politikverdrossenheit, die wir erleben, ja, natürlich auch. Und da muss man aber drüber stehen. Also das ist immer ein Kompromiss und man muss sich immer das kleinste Übel aussuchen. Hauptsache, wir bewahren damit die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Mich macht diese Wissenschaftsfeindlichkeit von den Grünen so fertig, das nervt mich so, dieser Homöopathie-Scheißdreck, das geht mir auf den Senkel, Gott, wie furchtbar. Und trotzdem habe ich da mein Kreuzchen schon öfter gemacht, obwohl es mich zu Tode nervt. Die jetzt aber, das muss man ja auch mal sagen, im Rahmen der Feierlichkeiten zur deutschen Einheit, die Parteiführung sich hingestellt hat, gesagt hat, wir waren damals dagegen, dass wir falsch. Ja. Also ein öffentliches Statement, wo man sagt, da tut sich auch mal was. Also da sind wir wieder bei dem Punkt. Ich bin völlig bei dir. Und es gibt Grüne, schreibt der Olli Tische gerade, es gibt Grüne, die es auch nervt. Und das habe ich auch gesehen, habe ich auch wahrgenommen. Ja. Reicht mir noch nicht. Aber das ist jetzt nur ein Beispiel und nur mein eigenes Ding. Aber ich meine, ich muss diesen Kompromiss irgendwie eingehen. Aber genauso, wie man nicht sagen darf, Wissenschaft ist nur dann toll, wenn sie die ultimative, nie wieder zu widerlegende Wahrheit verkündet, was niemals passieren wird, ist Demokratie nur dann toll, wenn sie absolut perfekt und fehlerfrei ist, weil das wird es auch nicht geben. Ich glaube, da gibt es viele Parallelen, ja. Aber es ist immer noch das Beste, was wir so anzubieten haben. Also Wissenschaft ist der beste Weg, Erkenntnis zu generieren. Und Demokratie ist im Grunde genommen, nach meiner Erfahrung, wenn man so auf die Welt guckt, der beste Weg, in Freiheit und Frieden miteinander leben zu können. Und das ist eigentlich schön, dass so ist. Wissenschaft. Und beides, das ist auch kein Zufall. Vielleicht beides basiert darauf, dass viele Menschen sich zu etwas zusammenschließen. Wissenschaft funktioniert nicht, indem Einzelpersonen verkünden, was die Wahrheit ist. Natürlich gibt es wissenschaftliche Genies, aber darum geht es nicht in der Wissenschaft, sondern es geht darum, dass man gemeinsam etwas aufbaut, was zusammenpasst. Und in der Demokratie ist es ähnlich. Also vielleicht ist es gar kein Zufall, dass diese beiden Dinge so wertvoll sind. Oh, schön. Und es gibt klare Regeln. Rechtssicherheit in einem Rechtsstaat und in einem rechtsstaatlichen System wie in Europa oder eben wissenschaftliche Regeln. Ganz klare Regeln. Was macht man jetzt? Feierabend. Das war nicht die Antwort, die ich erhoffte. Ich trinke auf die Demokratie. Hat jeder ein Getränk bei sich gerade? Schnödes Wasser. Wasser? Wasser? Du hast deinen Tee, Holm? Wasser? Ich habe meinen Tee, die kann er nicht. Alexander, du hast dein komisches Pissgetränk, das sieht wirklich schrecklich aus. Sieht ich mach so aus. Wir trinken auf die Demokratie und darauf, dass wir zum ersten Mal 5 Cent für das bekommen, was wir hier gemacht haben. Das finde ich auch ganz großartig. Das ist echt schon großartig. Wirklich. Prost. Zum Wohl. Und jeder kann drei positive Dinge sich mal durch den Kopf gehen lassen, warum es eigentlich ganz cool ist, eine EU zu haben und warum es cool ist, in der Demokratie zu leben. Kann man sich ja auch mal einfach abends beim Zähneputzen vorm Spiegel mal überlegen. Ja, nur sollte man sie da nicht laut aussprechen. Oder man putzt danach den Spiegel. Ja, dann, genau. Solange es nicht um Bloody Mary geht, das kannst du da auch. Was ist denn da? Ich habe kürzlich dreimal Bernd Hader, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ihr schreibt Angus Höschen und dieser Name ist wirklich seltsam. Demokratie ist nicht die perfekte Staatsform, aber eine bessere haben wir noch nicht gefunden. So kann man es ja auch sehen. Ja. Und die Wissenschaft ist die beste Erklärung, die wir haben für Dinge, die wir gerne verstehen würden. Vielen, vielen Dank für diese extrem aufschlussreiche Runde. Danke, Nana. Das war eine sehr, sehr spannende Addition, die du da gegeben hast. Danke, dass du immer wieder geduldig mir Sachen normal erklärt hast. Das ist leider hier manchmal so. Der Holm kann da insbesondere, glaube ich, ein Liedchen von singen. Aber nicht jetzt, Holm, danke. Ich singe überhaupt keine Liedchen vor ganz vielen Zuhörern. Und ihr schreibt C30 Skill But Fun. Ich glaube, ich habe das völlig falsch ausgesprochen und wieder irgendwas nicht verstanden, aber ich bin froh, dass But nicht mit 2 T geschrieben ist. Das ist mir jetzt zu viel Konsens. Das finde ich auch grundsätzlich. Finde ich nicht. Ja, finde ich auch nicht. Aber das ist auch ein wichtiger Bestandteil von Demokratie, dass man sich nicht, in irgendeinen Dauerkonsens versenkt. Das ist ganz übel für die Demokratie, wenn sich alle einig sind. Absolut. Und widerspreche dir aufs Schärfste. Wieso, wenn sich alle einig sind? Ja, genau. Nein. Was? Doch. Wir streiten im nächsten Podcast weiter. Genau. Und schön finde ich auch, das wäre mal eine Idee, schreibt Selarun Merota, sich jeden Tag eine Sache zu überlegen, die am Tag gut war und die man allgemein gut findet. Das ist ja generell übrigens eine ganz, ganz tolle Sache. Da kann der Psychologe vielleicht einmal weise nicken. Nicke mal. Noch mehr, glaube ich.
Ja, sehr gut. Dankeschön. Nicht, sonst gibt es Blut an der Wand. Ganz, aber ganz, ganz wichtig. Ja. Ganz wichtig. Ja, ja. Es hilft. Ja. Es funktioniert. Ja. Man darf auch mal zufrieden sein und sich freuen. Das darf man. Das soll man sogar. Ist in Wien leider illegal. Ja, also das stimmt. Kann ich bestätigen, ist mir bei einem meinen Besuchen so gegangen. Ja, ja. In einer schönen Stadt, aber leider komplett spaßbefreit. Definitiv in einer Stadt, wo ich frage, entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, wo der Bahnhof ist? Und der sagt mir, bitte geh sterben. Da. Okay. Kannst aber auch in Berlin haben. Ja, ich wollte gerade sagen, das kannst du viel unfreundlicher haben. Ja. Aber das Ganze in Berlin genauso. Ja, das stimmt. Bevor wir damit jetzt beginnen, hören wir ganz schnell auf. Das spalten wir ja schon wieder. Wir wollen ja nicht spalten. Genau, wir wollen nicht spalten. Vielen Dank. Nächste Woche, glaube ich, machen wir unsere Fragerunde. Ist das richtig? Oh, ja. Richtig gelesen? Ja. Das wird sehr spannend. Ja. Übernächstes Mal reden wir tatsächlich, da wollen wir tatsächlich über EU-Mythen sprechen. Das haben wir uns vorgenommen. Und wir werden so viele Bananen- und Gurkenwitze machen. Es wird so großartig. Der Hammer. Ich werde Bananen und Gurken dabei haben. Ja, genau. Genau. Dosensitze, Topflappen, Ölkännchen, alles dabei. Alles. Das wird großartig. Ich freue mich schon. Vielen, vielen Dank an euch alle. Das hat sehr viel Freude gemacht und manchmal sogar Spaß. Wir haben auch ein bisschen gelacht, was mich sehr beruhigt hat. Und ich habe wieder viel gelernt und werde mir jetzt Mühe geben, bevor ich jetzt gleich ins Bettchen gehe, irgendwas Positives mir. Nee, ich werde es nicht imaginieren, sondern ich werde etwas finden, was tatsächlich positiv ist. Eins davon ist zum Beispiel, dass ich das mit euch schon seit so langer Zeit jetzt machen darf und dass es so eine Freude ist und dass so viele Leute zuschauen. Und dass wir genau in dem Moment, wo der Kaspar David Niedlich den Witz mit Satan gemacht hatte, was meint ihr denn, wie viele Zuschauer hier gerade? 666. 666 Zuschauer. Genau in dieser Sekunde. Wenn das kein Zeichen ist, dann war es keins. Ich glaube, es war keins. Auf Wiedersehen zusammen. Blöde, bleibt ihr noch im Zoom. Ich schalte nur mal diesen Stream jetzt ab. Und bitte entschuldigt, dass ich den Feuerflieg-Song nicht posten kann. Ich habe den immer noch nicht eingebaut. Ich kämpfe immer noch mit diversen anderen Dingen. Auf Wiedersehen. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.